Die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat etwas gesagt, aber vielleicht gibt es auch lustiges Geschwurbel, was anderes sagt. Hier, zwei mir bekannte Personen haben hier Krieg miteinander. Und zwar Leon Lovelock gegen Franz Pökler. Wobei nicht direkt gegeneinander, weil Leon Lovelock hat gesagt, feier ich Alien-Smiley. Und Franz Pökler gibt ein Herz. Also vielleicht ist es auch ein Kritikvideo, wo sich am Ende alle lieb haben. Franz Pökler versus Serdar Somuncu versus Markus Steiger habe ich schon geguckt. Und ich habe eben gerade ein Gespräch mit Dekadent gesehen im Wohnzimmer, aber nur so zur Hälfte, ein bisschen davon. Ein Anfang. Ja, jedenfalls, ich glaube, ich kann Franz Pökler ungefähr einordnen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Leon Lovelock können wir einordnen. Ich glaube, Leon ist ein lieber Kerl, aber der hat, glaube ich, so einen gewissen Hang zu Spiritualität und zu Mystik. Und wenn du dem mit irgendwie einer netten Erklärung kommst, ne, der ist so ein bisschen skeptisch, aber in so eine Richtung, der ist dann manchmal überskeptisch. Der sagt dann, ja, auch nicht alles glauben, was bei Tagesschau kommt oder so. Aber dann kann halt irgendjemand kommen und sagen, ey, die Pyramiden, die wurden irgendwie mit einer Trompete zurechtgezaubert. Und dann sagt er, Digga, also vielleicht. ich zeig euch kurz vom Vorfeld schon mal meinen Lieblings-Leon Lovelock-Clip. Den kennt er ja noch von dem Gespräch mit Dara. Ich wollte ihn einfach nur noch mal drücken, einfach aus Comedy-Gründen. Also die Nazis haben zum Beispiel auch geglaubt, irgendwie eine große Verschwörung macht die Kinder schwul und trans. Echt? Ja. Krass. Wusste ich gar nicht. Ja. Also die Nazis haben in ihren Vernichtungslagern auch Transmenschen zum Beispiel ermordet. Heftig. Das ist natürlich eine Sauerei. Weil die gedacht haben, die sind unnatürlich und die sind ein Produkt von der jüdischen Verschwörung. Das ist krass. Das fühle ich natürlich gar nicht persönlich. Also... Ja, und das Argument war eben, die sind unnatürlich. Also das ist gegen die Natur, was die sind, deswegen müssen die weg. Ja, die das, Juden ist halt, das ist halt ekelhaft. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt ekelhaft so. Also ich habe das Timing nicht geändert. Ich habe nur die Kamera hin und her gewechselt. Aber das Timing war genauso. Richtiger NPC-Dialog, oder? So ein Oblivion-NPC-Dialog. Heftig. Ach so, also ganz viele Menschen umbringen, das fühle ich gar nicht. Das ist ekelhaft, weißt du, wie ich meine? So, ich persönlich finde das nicht so gut. Gut, gehen wir rein hier. Kommt der jetzt hier unten rechts in der Ecke? Nee, okay, der ist in groß, geil. Leon Lovelock und die Wissenschaft, ich hab Bock. Guck dir mal diese Werbung an. Immer wieder dieses komische Spiel, wo da so eine Frau so eine Königin mäßig ist und dann so kleine Männer sind, die dann verarscht werden irgendwie. Überleg mal, was das für eine Message ist, bruv. Ist wie Gamergate denn andersrum, ne? Wisst ihr noch in Gamergate? Der Mario, der Klempner, der rettet die Königin und die Königin kann gar nichts. Die wird einfach nur mitgenommen. Und Leon Lovelock ist jetzt so in andersrum. Aber Digga, jetzt ist hier mal die Königin doppelt so groß wie die Männer, hä? Und die Königin macht alles und die Männer, die essen Apfel, hä? In dieser Handygame-Werbung. Ja, was wollen die uns da für eine Message machen? Jetzt stirbt der auch noch. Digga, jetzt, hä, dieses Handyspiel da, die wollen, was wollen die wohl für eine Message? Im Shirt ausziehen und den Blutkappen. Na, nicht schon wieder, nee, komm. Guck mal. Die Leute gucken das. Verstört mich richtig. Da siehst du genau, wo die Leute... Verstört mich richtig. Digga, verstört mich richtig. Kommt mir mal eine Schlange aus dem Mund. Unglaublich. So. Um Missverständnissen vorzubeugen. Ist mich nochmal... Verstört mich richtig. Da siehst du genau, wo die Reise hingehen soll. Also, ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen low-hanging fruit, ne, weil... Franz Pökler hat sich sonst auch angelegt mit Daniele Ganser, Serdar Somuncu und so weiter. Die kann man auch kritisieren, natürlich, hat er ja auch gemacht. Aber die sind ein anderes Kaliber als Leon Lovelock, ne? Also Leon Lovelock ist, der ist jetzt kein Doktor oder sowas. Der ist auch noch nicht seit Jahren im Business wie ein Serdar Somuncu oder so. Der ist auch nicht so eloquent wie die beiden. Ich habe ja auch mal in Corona-Zeit, habe ich den auch mal in einem Video mit drin gehabt. Ich glaube halt nach wie vor, Leon ist ein lieber Kerl. Ich glaube, der hat da keine böse Intention in irgendeine Richtung. Der ist halt teilweise so ein bisschen naiv. Der guckt sich dann halt irgendein Video über Pyramiden an und sowas und dann sagen die da irgendwie, dieser Mann hier lässt Granitblöcke schweben, indem er auf eine Trommel haut und Leon sitzt da halt und findet es irgendwie interessant, aber dann gibt es vielleicht noch irgendwas mit Alien und so, aber also ich glaube, der hat da überhaupt gar keine böse Intention dahinter. Der ist jetzt kein Drahtzieher oder sowas. Der,
persönliches Interesse und quatsch das nach, ne? Missverständnissen vorzubeugen, lass uns gleich mal zwei Sachen klarstellen. Denn ich will kein Hehl daraus machen, dass ich hier nicht komplett neutral eingestellt bin. Erstens, ich mag Leon nicht sonderlich. Er ist echt? Ich finde ihn tatsächlich sympathisch. Also, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, fand ich ihn auch ein bisschen seltsam. Aber jetzt habe ich habe ja einmal auch mit ihm geredet. Ich habe mir öfter mal was von ihm angeguckt. Und ja, also er sagt oft Sachen, wo ich denke, ist schwierig, ne? Aber ich glaube, er ist privat ein lieber Kerl. Also ich glaube, der ist eigentlich ein netter Junge. Der ist halt, der ist jetzt halt in so einer Position, dass er irgendwie die Leute aufklären kann. Aber ich glaube, menschlich ist der mega korrekt. Wenn man den privat trifft, ist der, glaube ich, ein lieber Kerl. Kein schlechter oder böser Mensch oder so, aber ich mag Leon nicht sonderlich. Er ist jetzt kein schlechter oder böser Mensch oder so, aber ich finde ihn von vorne bis hinten unsympathisch. Warum sollte vielleicht gegen Ende des Videos ersichtlich sein? Zweitens, also solange du nicht gegen Ende des Videos Wakanda Forever sagst, ist alles gut, glaube ich. Ihn nicht für sonderlich talentiert. Mögen die Gespräche von Commons Café bei vielen den Eindruck hinterlassen haben, da Sess ein guter Interviewer, verzerrt das die Realität. Ja, komm, Alter, da sitzt dann halt Keanu schon und sagt, ich kenne die Form der Erde nicht. Und Leon sagt, krass. Denn ich habe alle Gespräche gesehen. Alle? Leon hat seine Gegenüber größtenteils erzählen lassen. Ich kenne halt nur das mit Kianosch, mit der Form der Erde und fand es sehr unterhaltsam. Die anderen kenne ich alle nicht. Lassen. Klar, in einer lockeren Atmosphäre, aber Ich kenne noch eins, Carsten Stahl. Carsten Stahl wird richtig sauer an einer Stelle. So, Leon lässt ihn die ganze Zeit reden. Leon ist die ganze Zeit nett zu Carsten und sagt, ey, ich finde voll geil, was du machst, deine Arbeit richtig cool. Und Carsten redet sich trotzdem in Rage, ne? Und geht irgendwann an seinem Stuhl so nach vorne und sagt, Leon, du willst mich nicht als Feind. Du willst mich nicht als Feind, Leon. Und Leon so, wir sind doch Freunde. Und so, du willst mich wirklich nicht als Feind. So, okay, Carsten, okay. Chill. Daran erinnere ich mich noch. Aber Carsten Stahl ist, glaube ich, in jedem Video sauer. Und es wirkt halt so weird. Er geht so nach vorne, er sagt doch den Namen, aber Leon, pass auf. Und so weiter. Der hat dir gar nichts getan, Mann, was? Im Endeffekt wären wir, selbst bei Verschwörungsblabla, auch durch andere Vermittler an die Inhalte gelangt. Ich meine, ich lobe ja auch nicht meinen Fernseher, wenn ich über meine Lieblingsserie spreche. Wie wenig Ahnung von der Rap-Materie. Aber du lobst vielleicht die Tagesschau, wenn der Moderator besonders toll vorliest, was auf dem Teleprompter steht, keine Ahnung. Materie ja, aufwies ne? Und wie unangenehm er sich teilweise seinen Interviewpartnern aufgedrängt hat, habe ich nicht vergessen. Ebenso wenig wie die Kommentarspalten unter den späteren Comments Café folgen. Und auch wenn Leon sich und anderen fälschlicherweise einredet. Leute an miese Prank, Leon Lovelock. 8 Jahre her, na gut. Ey, aber selbst wenn der draußen unterwegs ist, ist der nackt, oder was? Nicht nur in seinem Streamzimmer, wo ihm zu warm ist in Mexiko, sondern einfach in der deutschen Fußgängerzone. Die Leute haben so Mäntel an. Es scheint ja jetzt auch nicht richtig heiß zu sein. Sonst hätten die Leute ja auch irgendwie T-Shirt an, ne? Aber alle so mit Jacke und Leon muss ja die Muskeln zeigen. Rennt er dann nackt irgendwie im Herbst oder so durch so eine deutsche Fußgängerzone und schießt die Leute mit einer Wasserpistole ab und sagt Hatschi. Es ist halt schon irgendwie geil, ne? Es hat schon Unterhaltungswert. Redet irgendein YouTube-Pionier in Fitness- oder Straßenumfragen-Game gewesen zu sein? Muss man konstatieren, nein. Leons Content war nie wirklich besonders. Und ist es auch heutzutage nicht. Er ist ein Streamer, dessen... Wenn das jetzt nicht so viel Blur hätte, dann könnte ich sogar lesen, was das für Thumbnails sind und was er da gemacht hat, ne? Ich glaube, das meiste davon sind E-Reactions. Da guckt er sich wieder verborgene Geheimnisse an oder so und dann... Und sagen die, der Forscher Charles Darwin sagte einmal, Schildkröte wird zu Mensch, aber eigentlich Delfin wird zu Mensch. Inhalte, naja, also er hat halt einen der Channels mit diesen Thumbnails. Ja Bruder, aber ich würde gern die anderen Thumbnails auch sehen, aber es ist halt alles verschwommen, ich erkenne gar nichts. So halten sie uns klein. Okay. Die gibt's wie Sand am Meer. Dort hantiert er mit Fakten rum wie... Moment, ich visualisiere es euch. Also stellt euch vor, der Terrorist hier ist ein Fakt und Leon hat die M4 in der Hand. Ich könnte mir jetzt natürlich 2 oder 3 Videos rauspicken, den Klimawandel erklären, zeigen, warum Leon falsch liegt und dann lachen wir alle ganz herzhaft über den Typen und ich habe ohne viel Aufwand viele Klicks geholt. Und ja, war ja der Plan, oder nicht? Nein.
Also nicht? Dafür gibt es ja Reaction-Streamer, die das richtig. Hi. Gut machen. Hier steht heute, wie ihr im Titel seht, die Wissenschaft im Fokus. Ey, aber die Wissenschaft geht mir, das geht mir so auf den Sack. Also muss ich wirklich sagen, von allen Seiten, ne? Dieses nervige die Wissenschaft, was aber nie von Wissenschaftlern gesagt wird. Ich habe noch nie einen Wissenschaftler gehört, gefühlt, der sagt die Wissenschaft, sondern es ist immer irgendwie, das sind immer Böhmermann und Naitan und so, die kommen immer mit die Wissenschaft. Ja, dann sitzt ein Böhmermann im Fernsehen und sagt, die Wissenschaft hat gesagt, es gibt ganz viele Geschlechter. Und man sagt, ja, und welcher Wissenschaftler sagt das? Der Tagesspiegel. Und so, ja, und wo hat der Tagesspiegel das her? Ja, Twitter missverstanden. Okay, irgendeine Provinzzeitung hat irgendeinen Scheißartikel gemacht. Es ist sehr wohl wissenschaftlich bewiesen. Und dann siehst du diese ganzen Figuren hier. Dann, also Wissenschaft ist für manche Leute, warte, passt auf, hier ist dann halt hier sowas, ne? Das ist dann die Wissenschaft. Ja, Geschlecht, keinen Bart, Schminke, Vagina XY, nicht muskulös, Bier trinken, geht gerne shoppen und so weiter. Und dann macht er da so Kreise und sagt, welches Geschlecht ist hier? Schreiben wir mal ein paar Männersachen und ein paar Frauen auf. Also Bier trinken, Schminke, Autos. Aber jetzt ist hier jemand mit XY und schminkt. Was ist das denn dann? Hier, Professor Dr. Wissenschaft da unten. Ja, also so sieht dann für die Leute die Wissenschaft aus. Wenn du denen eine richtige Studie in die Hand gibst, dann suchen die einfach nur nach irgendeinem Balkendiagramm und verdrehen dann da irgendwie die Begriffe und sagen 90% irgendwas. Und was sagen die 90% aus? Ja, das was ich, ich habe recht. Ich habe 90% recht. Guck mal den Balken. Das ist so nervig. Ja, und wenn dann echte Wissenschaftler kommen, ja, dann kommen irgendwelche Gegenreaktionen von der Wissenschaft, die keinen wissenschaftlichen Titel hat und sagt, Frau Biologin soll sich ein anderes Hobby suchen als Studie lesen. Ja, solche Leute. Ja? Also, das ist dann die Wissenschaft. Leute, die keinen Fuß in die Uni gesetzt haben, ne? Ist jetzt nicht schlimm, wenn man das nicht macht, aber wenn man ohne jegliches Fundament sich dahinstellt und sagt, ich erkläre jetzt allen die Welt, das ist halt peinlich. Schafft. Danke, Officer Obvious. Hier, der lustige Kampf gegen Woke, bizarre Welt, ne, haben wir ja reingeguckt. Hier, da sehen wir, Biologin, ja, Humangenetikerin, hat Ahnung von Wissenschaft. Alarm, Scott Barner, schmeißt mir 10 Leute rein, dankeschön. Hier seht ihr tatsächlich die Wissenschaft, auch nicht die Wissenschaft, sondern einen Teil der Wissenschaft. Eine Wissenschaftlerin, ja, die sagt was, ja, die zitiert auch andere Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler. Die liest Studien. Und dann habt ihr hier, dann bla bla bla, hier, ah, aber die Wissenschaft sagt aber nee. Ja, Bro, aber ihr könnt nicht mal eine Studie lesen. Lasst Wissenschaftler Wissenschaft machen. Keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt geht. Ich nehme mal an, dass Leon Lovelock und Franz Pökler beide von die Wissenschaft reden werden, aber sie sagen beide, nee, die Wissenschaft sagt aber was anderes. Und irgendwie wirkt es inzwischen so, als würden die Leute so religiöse Bücher vergleichen. Der eine holt dann eine Bibel und der andere holt einen Koran raus und er sagt, mein Buch sagt so und der andere, nee, mein Buch sagt aber anders. Mein Buch so. Und dann haben sie am besten noch irgendwie ChatGPT, das kannst du dann wie so eine magische Miesmuschel benutzen und sagen, ChatGPT, sag mal, was die Wissenschaft sagt. Und dann redet dieser blöde Apparat da irgendeinen Quatsch und man sagt, danke sehr, Lexi. Wie kannst du sie nur anfeinden, die arme Frau? Ja, ich habe niemanden angefeindet, ich habe euch alle lieb. Ist echt ein bisschen wie South Park, oder? Ey, es ist so peinlich. Es ist so peinlich, wenn du die Leute über Wissenschaft reden hörst. Und ey, dann für die ist halt, du kannst die halt auch richtig einfach verarschen. Da scheppert die Scheiße. Danke, Rollo. Was ist mit meinen Haaren? Was ist damit? Nix, ich mach nichts damit, sieht man doch. Danke, Rollo. Also für Leute ist halt die Wissenschaft auch einfach, du kannst denen eine Studie hinlegen,
da hast du irgendwelche Diagramme oder irgendwelche Zahlen und die müssen gar keinen Sinn ergeben, aber die Leute sagen, ah, eine Studie, oh, wenn das in der Studie steht, dann stimmt das. Danke sehr, Rollo. Und dann könnten da die absurdesten Methoden angewandt worden sein. Du kannst eine Studie machen mit 10 Teilnehmern oder sowas, oder du kannst halt irgendwie total unlautere Mittel anwenden, aber wenn am Ende ein Balkendiagramm rauskommt und da steht hier 90% so, dann werden die Leute diese Studie rumreichen und sagen, ah, hier. Aber die können die gar nicht lesen. Es ist peinlich. Es ist so peinlich, wie gerade alle über die Wissenschaft reden, obwohl die mit Wissenschaft nichts zu tun haben. Na gut. Oder um es präziser zu sagen, was Leute, die über Wissenschaft reden, über Wissenschaft wissen. Danke sehr an den autistischen Igel. Die meisten nehmen das doch nur als ja. Autoritätsargument. Mir nicht. Die wissen gar nicht, wie man die wissenschaftlichen Kriterien anwendet. Kritischer Rationalismus kennen die halt nicht. Kennen die halt echt nicht. Meine Güte. Alarm. Jetzt kommen hier die Raids rein. 120 Leute von Hugo, dankeschön. Wir gucken gerade Franz Pökler gegen Leon Lovelock. Die Wissenschaft ist gerade dran. ChatGPT, was ist denn die Wissenschaft? Erklär mal. Was sagt denn die Wissenschaft zu dem und dem Thema? Ah, eindeutig. Also, ich kann euch vielleicht spoilern. Die Wissenschaft ist, also komplett einstimmig ist sie so gut wie nie. Es gibt da Tendenzen, ja. Also das kann sein, dass es mal da vielleicht 97% Übereinstimmung gibt, aber also es gibt jetzt selten die Wissenschaft, ja, wo eine Studie kommt und die dreht alles um und man sagt dann, ah, die stimmt direkt, sondern die wird dann angefochten, die wird falsifiziert und so weiter, ne? Also da wird dann drin rumgebastelt. Und es gibt auch Studien, die durchkommen, die Quatsch sind. Firmen werden auch Studien in Auftrag geben und dann versuchen sie meistens das so aussehen zu lassen, als hätten sie selber alles richtig gemacht. Hugo sagt, die Wissenschaft sagt, Imp ist der Beste. Ja, dann stimmt das. Dankeschön. Das ist richtig, ja, ja. Ich habe neulich, danke Fatphobic as fuck für deinen Prime, ich habe neulich die Hugo-Reaktion zu meinem Adrenochrom-Video gesehen. Und ich glaube, teilweise haben wir einander vorbeigeredet. Aber das ist, glaube ich, vielleicht auch dieser Reaction geschuldet. Also teilweise hat Hugo irgendwie Pause gedrückt und hat an der Antwort wirkte das so, als hätte er meinen Punkt ein bisschen missverstanden. Und ich glaube, wir sind grundlegend ein bisschen anderer Meinung, was so Freiwilligkeit und Konsens und so angeht. Aber, weiß nicht, vielleicht kann man da mal einen Talk drüber machen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht kann man auch hier Leon gucken. Leon, Franz Pökler oder so. Jo, kann sein. Ja, also wenn du willst, also ich habe mich trotzdem gefreut darüber. Ich glaube, nur manchmal dachte ich so, was? Also, manchmal habe ich mich ein bisschen gewundert. Aber gucken wir mal, was die Wissenschaft sagt. Vielleicht, hoffentlich fragt der ChatGPT. Und das ist, Spoiler Alert, quasi gar nichts. Also, quasi wir gar kennen natürlich nichts. Alle das Treppenhaus-Video. Ja, kenne ich. Wirklich großartig. Ich gehe immer raus. Voll und angenehm komprimiert wurde Leons mangelnde Expertise in einem Gespräch mit Gregor. Ja, aber Gregor ist halt auch die Wissenschaft, ne? Also wenn es um Gregor geht, kann ich auch verweisen auf einen Talk mit Hugo. Da reden die eine Stunde darum, wie viele Geschlechter es gibt. Und es sind halt zwei Minderjährige, glaube ich. Gregor könnte schon über 18 sein, oder? Ey, aber es sind zwei Schüler, soweit ich weiß. Vielleicht hat Gregor angefangen zu studieren gerade, aber ey, Gregor ist da auch irgendwie 18, 19 Jahre alt, vielleicht 20 gewesen? 21 ist er jetzt, okay. Ne, aber ey, ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger, die unterhalten sich über die Anzahl der Geschlechter. Ja, und Hugo sagt dann immer 2 und Gregor sagt dann nein, unendlich. Dann sagt Hugo wieder nein, sind doch 2. Dann sagt Gregor wieder nein, das sind ganz viele, weil Google Scholar. Bro, ihr seid halt beide keine Biologen, aber das war wild. Also das fand ich irgendwie, ich weiß nicht so ganz, was das, ich muss sagen, ich habe es ein bisschen in dem Moment hinterfragt, dass, es ja im Grunde interessante Gespräche sein können, aber das Internet ist geflutet von irgendwelchen Köpfen, die für irgendwas bekannt sind. Vielleicht sind sie sympathisch, vielleicht sind sie lustig oder sportlich oder irgendetwas. Und dann werden die aber so zu so einem Universalgelehrten stilisiert. Und dann ist es so der Debate-Bro, der alle mit seinen Studien und Fakten und bla bla bla, aber der kratzt dann immer an der Oberfläche. Und der kann dann vielleicht gut vermitteln. Aber die haben alle keine Ahnung.
Also wenn du einen richtigen Experten auf dem Gebiet mal davor setzt und denen zeigst, was diese Debate-Bros so alles erzählen, also da machen beide Seiten Fehler die ganze Zeit und erzählen irgendeinen Unsinn. Ja? Ich bin auf Hugos Seite und sage auch zwei. So, jetzt bin ich wieder böse für die Aussage. Alexi ist eh ein Token. Danke für die 200 Bits, aber ich muss mich, glaube ich, von dir distanzieren, weil Lexi ist, glaube ich, eine Transfrau gegen eine andere Trans oder keine Ahnung. Also eine TERF ja nicht, weil das ist ja Trans-Exclusionary vielleicht. Vielleicht Queer-Exclusionary Radical Trans. Eine Quert. Wer weiß. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Ich glaube, es gibt fünf Geschlechter, um die Sache abzuschließen. Und da könnt ihr mir jetzt auch nicht reinreden. Ich muss auch nicht begründen, okay? Aber es sind genau fünf. So ist Politik deutlich. Also wie jeder YouTuber mit diesen Thumbnails hat Leon seine standardmäßigen Talking Points. Also quasi so ein... Ja, Gregor hat aber auch seine standardmäßigen Talking Points. Also sorry, aber... Lobbaum, den er mal mehr, mal weniger problemlos durchgehen kann. Aber nur solange der Gesprächspartner dem Drehbuch folgt. Wie ordnest du ein... Boah, guck mal, wer der Mod ist, Alter. Hannah Morito und Big Money, Big Wanted Trump-Fan hat nur irgendwie so einen Kuchen vorm Namen. Aber Hannah Morito als Mod kann ich nur empfehlen. Ist bei Dara auch. Hat sich mal mit Gronkh angelegt, aber konnte gar nichts dafür, weil Gronkhs... habt ihr mitgekriegt, ne? Muss ich ihn nochmal wiederholen. Aber Hannah Morito ist trans, ja. Deswegen ist es doch okay, wenn die Gronkh als rechtsradikal bezeichnet oder sowas. Weil ne, die kann ja... Also, eigentlich sagt man das nicht, aber... Wie wir mit der ganzen Corona-Pandemie umgegangen sind, so. Puh. Politisch. Politisch. Ich denke, es ist prinzipiell schon ganz gut. Aus dem ganzen... Gut gelaufen, sagst du? Leons Prämisse, die Wurzel des Baums, wird durch die rhetorische Frage deutlich. Er will sich über Covid-Maßnahmen auskotzen. In seinem Idealszenario würde... Maßnahmen von denen da oben... Was? Sind die Maßnahmen gut gelaufen? Frage deutlich. Er will sich über Covid... Das ist ja sehr pixelig. Maßnahmen von denen da oben ist gleich Dreck. Das ist ja auch... Danke, Moschus. Das ist ja auch sehr, sehr vereinfacht. Also eventuell gibt es noch etwas zwischen alle Maßnahmen toll und alle Maßnahmen scheiße, oder? Eventuell könnte es sein, dass wir uns in einem Feld bewegen von man hätte manches besser machen können, man hätte manches schlechter machen können. Eventuell sind wir da, ne? Also wie so oft in Deutschland. Aber ich glaube, Leon vertritt eher das. Und Franz Pökler eher die Gegenseite, richtig? Wird Maßnahmen auskotzen. In seinem Idealszenario würde Gregor hier einfach Yo sagen, damit Leon den Ast weiterführen kann. Der Österreicher ergänzt sein Urteil aber. Mit Hilfe einer... Kinder einsperren ist gleich gut. Wenn man Nein sagt, feier ich. Ja, oder wenn man ihm sagt, es sind Leute damals im Holocaust umgekommen, dann sagt er, feier ich gar nicht. Also Holocaust feier ich persönlich nicht so. Ist schon eine Sauerei, ne? Das hätten die nicht jetzt machen sollen. Mit mir ist es nicht zu machen, finde ich nicht gut. Eines treffenden Beispiels. In Österreich waren wir, also meine Mutter ist Abteilungsleiterin im Krankenhaus, das heißt, sie war tatsächlich sehr nah dran und hat... Übrigens, das ist ja auch wieder eine interessante Sache. Ich weiß nicht genau, wo Leon gewesen ist, als die Pandemie losging. Ich glaube, war der nicht irgendwie NRW oder so? Weiß ich gar nicht genau. Ja, ich auch. Danke, Rollo. Also Gregor sitzt jedenfalls in Wien und Leon Lovelock war im Treppenhaus in Deutschland und dann irgendwann in Mexiko. Das heißt, die haben nicht die gleichen Maßnahmen erlebt. Sie können sich jetzt natürlich darüber streiten, welche Maßnahmen sind gut und welche nicht. Aber ne, die haben nicht zur exakt gleichen Zeit genau die gleichen Maßnahmen gekriegt. Schon wahrscheinlich ähnlich, Deutschland, Österreich, ne, so weit ist ja nicht auseinander, aber nicht exakt das Gleiche. Deswegen. Hugo ist mir zu viel IDF. Hugo ist mit dir zu viel IDF. Okay. Ja, der Hugo ist aber auch schon sehr viel IDF. Ne? Hugo ist, glaube ich... Der ist da ist er ausnahmsweise überhaupt nicht zentristisch. Ne? Hugo ist ja sonst schon Zentrist, aber ich glaube, wenn es um Israel geht, dann ist er schon ziemlich 100% eine Richtung, oder? Also ich glaube nicht mal über 90, sondern schon 100. Ne? Der ist schon all in Israel/IDF und ziemlich klar eindeutig drüben. Ne? Da ist er nicht zentristisch. Ne? Mir erzählt, dass es Momente gab, wo sie gesagt haben, ja, wenn jetzt sich das noch eine Woche, wenn der Trend sich noch eine Woche fortsetzt, dann hätten die Menschen, die reinkommen, also halt mit Corona-Beschwerden, hätten die teilweise nicht mehr behandeln können, dann wären die vielleicht gestorben. Also. Und nicht, dass wir uns missverstehen, Leon ist kein Trottel, der Corona oder die Gefahr dazu leugnet. Er müsste hier eigentlich einlenken und sagen, ja, das ergibt Sinn. Allerdings ließe sich das nicht mit der Wurzel vereinbaren. Also muss er Gregors Argument angreifen. Ich glaube, du unterstellst ihm da zu viel
Also ich... Et im Pim Pim, ich fand dein Video, hatte Sevier doch recht. Sehr gut. Stark. Danke sehr, Marie vom Mond. Ja, ich habe mich auch, war auch zufrieden damit. Und wie es immer so ist, habe ich danach Rezensionen gelesen und gemerkt, dass ich teilweise missverstanden wurde und dachte, naja, vielleicht hätte ich den einen oder anderen Satz anders formulieren sollen. Aber ich glaube, das ist unmöglich. Also ich glaube, ich werde das jedes Mal am Ende denken und immer denken, na. Et outla vistus, immer hat recht. Ja, danke sehr. Danke sehr, Karim, und danke sehr, Marie. Also das hat man, glaube ich, jedes Mal. Also selbst wenn das irgendwie nochmal, wenn ich selbst eine 20. Version von einem Video machen werde, dann wird es mir da irgendwer anders missverstehen. Ich glaube, das passiert immer, deswegen. Ich versuche mich zu bessern, aber vielleicht geht das gar nicht. Vielleicht ist das eine unlösbare Aufgabe. In der Wintergrippewelle, wo extrem viele Leute krank geworden sind, so gab es es schon mal bei denen, weil es lag auch oft daran, dass die Krankenhäuser generell einfach nicht gut ausgestattet sind. So. Ich glaube, ich weiß, wo das her hat. Das hat Gunnar Kaiser, glaube ich, sehr häufig gesagt, ne? Und sehr präsent. Und ich glaube, dass Leon Lovelock den gerne geguckt hat. Deswegen, ich glaube, Leon Lovelock ist selten die Quelle für irgendeinen Geschwurbel, sondern er ist quasi ein Signalverstärker. Der guckt das alles und der wiederholt das dann. Aber der setzt sich jetzt nicht selber hin und macht sich irgendwie einen krassen Schlachtplan, um sich irgendeine Verschwörungstheorie auszudenken. Sondern der guckt das halt die ganze Zeit und sagt dann, oh ja, krass. Oh ja, das, ne? Also ich glaube, der hat das mies recherchiert bekommen von jemandem anders und der wiederholt das dann halt. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Corona zu tun gehabt in den meisten Fällen. Hier zeigt sich der erste Bruch, denn Leons Aussage kontert nichts, was Gregor gesagt hat. Oder um es in Debate-Bro-Termen zu sagen, Leon macht eine falsche Dichotomie auf. Was Gregor natürlich bemerkt. Es kann ja beides sein. Weil Leon nämlich, weil Gregor nämlich auch ein Debate-Bro ist und er diese falsche Dichotomie kennt, ne? Der ist, glaube ich, sehr firm, was diese Fallacies angeht. Deswegen erkennt er die natürlich direkt auch, ne? Kann ja sein, dass die Krankenhäuser nicht gut ausgestattet sind. Ja, und genau, deswegen, das meine ich, ja, und aber das kann ja trotzdem sein, dass das ein gefährliches Virus war. Das könnte ja auch sein, dass man einfach das Gesundheitssystem allgemein kaputt gespart hat. Und die ganze Zeit Betten reduziert hat, dass man so wirklich auf knapp ist und dann kommt plötzlich eine Pandemie und man sagt, ach, wo sind denn die Betten hin? Das könnte ja auch ein Teil des Problems sein, ne? Man kann dann natürlich im Fernsehen wie Bosetti und Co. sagen, ey, die Ungeimpften sind schuld, ihr wart das. Und dann kommt Böhmermann, hier für euch. Ne? Und wenn man dann mal guckt, wie viele Betten es generell so in der Intensivstation gibt und man sagt, ach, das ging ja die letzten Jahre jedes Jahr runter. Hätte man vielleicht ein paar auf Reserve behalten sollen für alle Fälle, falls mal sowas passiert. Also so eine Pandemie kann ja mal passieren. Wo die jetzt herkommt, das spielt erstmal keine Rolle, aber das wird, also ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir das in unserer Lebzeit nochmal erleben. Dass irgendwann mal wieder irgendeine Art von Pandemie kommt. Wäre vielleicht gut, dann vorbereitet zu sein. Aber man könnte auch sagen, nee, reduzieren, ne? Dass genau so viele Leute in die Betten kommen, wie jedes Jahr krank werden. In der Normalstatistik im Durchschnitt. Und dann irgendwann kommt was dazwischen und man sagt, huch, wo sind die Betten? Naja, ne? Vielleicht hätte man sich vorher auf solche Fälle vorbereiten sollen, bevor man dann einfach jedes Mal immer nur sagt, na, jetzt aber, ach scheiße. Ach nö, jetzt ist ja was gekommen, wo wir den Sicherheitsmechanismus weggebaut haben. Das ist ja blöd. Ob das auf Corona zurückzuführen ist oder ob das auf die unausgestatteten Krankenhäuser zurückzuführen. Vielleicht auch auf beides. Weil wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut... Es sagt gerade jemand im Chat, arbeite im Krankenhaus und es ist komplett schwachsinnig, dass die Ungeimpften schuld waren. Wir hatten mehr Leute im Krankenhaus, die geimpft waren. Ja, aber es gab auch mehr Leute in der Bevölkerung, die geimpft waren. Aber an sich halte ich das immer noch für nicht den richtigen Weg, weil ich glaube... Also, dass sich 100% der Bevölkerung impfen lassen wird, das wirst du nie haben. Das geht nicht. Da kannst du noch so sehr die bedrohen mit irgendwas oder die mit einer Bratwurst locken oder denen sagen du oder die als Blinddarm bezeichnen oder so. Du kannst von vornherein wissen, wenn du die große Impfkampagne startest, dann gibt es wahrscheinlich so 10-20%, die werden da nicht mitmachen. Ja? Und dann kannst du... Oh, danke sehr, ein Flummi. Dann kannst du dich darauf vorbereiten... Und kannst sagen, okay, wir machen genug Betten, dass wir die beide irgendwie, ne, dass wir die beide irgendwie versorgen können. Sowas, ne? Statt dass man dann am Ende einfach, man macht ein Missmanagement, dann läuft's nicht und dann sagt man am Ende, ja, aber ein paar von euch haben ja nicht mitgespielt. Hätten nur alle meinem Plan gefolgt, dann hätte alles prima funktioniert. Ja, toll.
Hammer auch, ne? Wie viele Menschen gestorben sind, sind das nicht wirklich mehr Leute, sogar weniger, glaube ich, als in den Jahren zuvor teilweise bei Grippewellen, weißt du? Leon, wenn es bei Krankheit 1, Masken, Lockdowns und so weiter, bei Krankheit 2 aber gar nichts gab, ist der Sterblichkeits- bzw. Auslastungsvergleich hinfällig. Um ihn bewerkstelligen zu können, müsste man beide Krankheiten mit den... Das macht er hier so eine Java-Programmierung, als ob Leon das versteht. Also, sorry, vielleicht versteht er das. Die gleichen Maßnahmen behandeln und dann die Resultate angucken. Davon abgesehen hat die Gegenüberstellung 0, gar nichts mit dem initialen Streitpunkt zu tun. Leon springt hier einfach zu einem anderen Ast. Zum Corona ist nur eine Grippe Teil seines Baumes. Entweder merkt er es nicht oder meine These, er reagiert. Ja, er hat halt gesagt, er hat nicht gesagt, es ist nur eine Grippe. Er hat, glaube ich, gesagt, bei Grippewellen war sowas Ähnliches. Vielleicht hatte man bei den Grippewellen, weil die vorher waren, noch einmal mehr Betten zur Verfügung, weil man die noch nicht alle weggebaut hatte. Ja, und keine Ahnung, also. Sieht, dass er argumentativ an seine Grenzen stößt und muss ausweichen. Final wird das durch sein eigenes Fazit des kurzen Austauschs deutlich. Ich höre schon eine gewisse Skepsis, aber mein Argument ist, dass es halt verschlimmert wurde dadurch, dass wir für zwei Jahrzehnte eine inkompetente CDU-SPD-Regierung gehabt haben, die halt nicht in Pflege und nicht in Krankenhäuser investiert haben. Okay. Da stimme ich zu. Ja, und die privatisiert haben. Warum ist, also man kann ja privat handeln mit allem Möglichen, ja. Also an sich habe ich kein Problem damit, wenn der Kioskbesitzer irgendwie ein privates Geschäft ist oder wenn du privat deine Kunst vermarktest oder so. Alles in Ordnung, kannst du gerne machen. Aber also Wohnung und Gesundheit, also warum muss das privat sein? Versorgung mit irgendwie Strom und Wasser und so Sachen musst du nicht privatisieren. Infrastruktur muss nicht alles privat sein, oder? Krankenhaus kann auch in staatlicher Hand sein. Das muss nicht irgendwie Spekulationsobjekt sein. Wo dann irgendeine Firma dahinter sitzt und dann eine Firma sagt, naja, aber das ist, also wir würden mehr Profit machen, wenn wir ein paar Betten einfach wegmachen. Ja, also vielleicht könntest du es ja auch mal von der Seite aufziehen. Okay. Also du sagst so, die Corona-Maßnahmen waren gerechtfertigt. Mit dem Einsperren, mit den Lockdowns, mit den Kindern, mit dem nicht mehr zur Schule gehen. Das hat Gregor natürlich überhaupt nicht gesagt. Aber die Vehemenz, den Strohmann durchzudrücken, zeigt nochmals eindrücklich, dass Leon nur auf seinen vorgegebenen Bahnen klarkommt. Und wir stoppen an dieser Stelle die Zeile-für-Zeile-Analyse. Ich wollte hier nur eine Sache verdeutlichen. Über die Gründe dürft ihr meinetwegen einen... Also er will sagen, Leon ist quasi ein Zug und Gregor ist ein Auto. Ja, der kann auch mal Offroad. Leon kann nur die Schiene entlang, aber Gregor, ne, vielleicht sogar ein Flugzeug oder ein Hubschrauber oder so, der kann einfach nie, wie er möchte, ne? Das Urteil fällen. Aber was selbst nach knapp 5 Minuten nicht zu leugnen ist, die Ebenen der beiden sind... Aber was selbst nach knapp 5 Minuten nicht zu leugnen ist... Ist Holocaust, glaube ich. Oder? Der ist auch nach 5 Minuten Gespräch immer noch nicht so leugnen. Ich distanziere mich von diesem Joke. Die Ebenen der beiden sind derartig verschieden, dass ein sachliches, fundiertes Streitgespräch von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Ich finde, Gregor hätte einfach sagen sollen... Keine Strohmann-Argumente, Leon. Keine Strohmann-Argumente. Versuch bei dem zu bleiben, was ich sage. Dann wäre das Gespräch ganz anders gelaufen. Oder ja, hier, das kam nochmal. Also jede Meinung, die ein Nazi jemals vertreten hat, wenn ein anderer Mensch die vertritt, dann ist er automatisch Nazi. Nein, Leon, keine Strohmann-Argumente. Nein, Leon, okay. Ja. Keine Strohmann-Argumente. Man merkt, dass es ein Kindergartenerzieher ist, oder? Nein, Leon, keine Strohmann-Argumente, Leon. Nein, Leon. Alter, und Leon ist, glaube ich, sogar ein Jahr älter als Tara. 2 Anfang 30-Jährige. Ja. Ich glaube, Leon ist irgendwie 34 oder so. Und Tara kommt so: Nein, Leon. Leons rhetorische Grobmotorik ist in Situationen angemessen, wo, vorsichtig gesagt, substanzlos vor sich hingeschwafelt wird. Aber daran hat Gregor kein Interesse. Somit muss Lovelock einen Themenwechsel einleiten. Und wir kommen endlich zum Kern meines Videos. Die Maßnahmen, die gibt's ja nicht. Es gab ja viele. Da waren manche gut und manche nicht gut. Manche nicht gut. Da stimme ich zu. Ja. Manche genau. Gut, manche nicht gut. Da bin ich dabei. Ich als Zentrist, top. Manches gut, manches nicht gut. Ja, das so, ne? Ich finde ich auch. Genauso wie mit dem Term, die Wissenschaftler rumgeschmissen wurde. Finde ich nicht gut. Genauso wie mit dem Term, die Wissenschaftler rumgeschmissen wurde. Aber da bin ich dann anscheinend auf Leons Seite, ne? Weil echt dieses, die Wissenschaft geht mir auch hart auf den Sack. Es gibt nicht die Wissenschaft bei Jutster. Gibt's nicht. Ach ja, die Wissenschaft. Also, wir können ja kurz mal ein paar Basics festhalten.
Um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, ist es notwendig, bestimmte Phänomene sorgfältig und systematisch zu beobachten. Macht Leon, ja, wird bei YouTube. Durch das Ergebnis erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das fundamentale Werkzeug ist die sogenannte wissenschaftliche Methode, zu der vier Schritte gehören. Zunächst wird eine Hypothese aufgestellt. Ich vermute, dass der Stift auf den Boden fällt, wenn ich ihn loslasse. Dann folgen Beobachtungen. Ich lasse 1000 Mal, 10.000 Mal den Stift los, er fällt jedes Mal auf den Boden. Anschließend. Und wenn du jetzt in der Wokeness ankommst, dann hast du sehr, sehr viele Leute, die die Wissenschaft als No Debate verstehen. Die halten den Stift und sagen, ich schwöre, der fällt nicht runter. Ja? Und wenn ich dann sage, ja, dreh doch mal die Hand um, mal gucken, ob er runterfällt, dann sagen die, du bist ein Menschenfeind. Das macht man nicht. Du hast mir gar nichts zu sagen, was ich mit meinem Stift mache. Du bist konservativ und rechtsradikal, so. Wissend kommt die Analyse. Kann man sich nach dem Experiment sicher sein, dass jeder Stift auf der ganzen Welt immer zu Boden fällt oder nicht? Belegen die Ergebnisse die Hypothese oder nicht? Wenn nicht, kann sie verworfen werden. Und wenn doch, wird es Zeit, dieses Ergebnis zu kommunizieren. Nur so erhalten andere Forschende die Gelegenheit, das Experiment nachzustellen und die Hypothese selbst zu testen. Führt ein anderer Wissenschaftler dieses Experiment jetzt in einem Raumschiff durch oder so, fällt der Stift nämlich nicht auf den Boden. Krass. Das heißt, dass diese Schlussfolgerung nicht mehr haltbar ist und angepasst werden muss. Im besten Fall nach zahlreichen Experimenten, die immer und Franz Pöckler, einfach Isaac Newton, oder? Immer wieder wiederholt werden, bildet sich ein Konsens. Und irgendwann ist dann Juri Gagarin und denkt so, ey, fällt mir jetzt vielleicht ein Apfel auf den Kopf? Nee. Ist die ganze Zeit immer noch da oben. Ist heraus. Also in dem Fall hier kenne ich zumindest keinen, der nicht an Gravitation glaubt. Und soll ich dir Teile des Internets zeigen, wo Leute nicht an Gravitation glauben? Die gibt's. Es gibt tatsächlich Teile des Internets, die nicht an Gravitation glauben. Doch, die behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist, die sich die ganze Zeit nach oben bewegt. Ja, und weil du da drauf stehst und die bewegt sich hoch, ne, geht alles runter, weil das Ding ja die ganze Zeit nach oben fährt. Die gibt's auch, ja. Ist ein bisschen seltsamer Teil des Internets, aber doch, die gibt's. Und warum auch, ne? Also das Konzept ist so tief in unserer Intuition verankert, weil wir lernen ja bereits als Kind schmerzhaft, welche Kräfte wirken, wenn wir vom Fahrrad fliegen und so. Niemand würde die Gravitation. Alter, Kindesmisshandlung im Franz-Pöckler-Video. Ich glaube, ich melde das jetzt, oder? Das Kind hat sich, glaube ich, wehgetan. Evolutionstheorie anzweifeln. Da steht Theorie hinten dran, Majutster. Theorie. Weißt du, was am Ende? Danke sehr an den anonymen Spender. Dankeschön. Von Gravitations steht. Was steht hinter Gravitation? Eine 3-Monate-Subscription direkt. Ah, oh, dankeschön. Gravitation. Theorie. Heißt das nicht, dass aber Gravitation stimmt doch, oder? Was weiß ich? Question everything. Gravitation stimmt. Na, wer weiß. Vielleicht. Der Wissenschaftler. Egal. Im Alltag wäre es in schon sehr lustige Stelle. Der One Piece Theoretiker existiert nicht. Das ja. Theorie. Glaube ich auch. Ich glaube, mehrgewichtige Leute, die können die Gravitation immer schwerer leugnen irgendwann, ne? Aber Fat Studies sind auch ein gutes Beispiel für die Wissenschaft und No Debate. Wie sauer die manchmal werden, wenn man denen sagt, ey, pass mal auf, also Medizin ist ja schon auch Wissenschaft, ne? Und Biologie und Physik. Und wenn wir dir jetzt sagen, 300 Kilo sind schlechter für die Knie als 100 Kilo. Und wir haben jetzt hier getestet, irgendwie übelst viele Leute, die so Diabetes und Krebs gekriegt haben, die waren schon ein bisschen fett. Ne, dann sagen die, ja, man muss keinen Zusammenhang. Health at every size. Das liegt an was anderem. Also da ist dann, da sind dann die Walkies, was die Wissenschaft angeht, nicht so auf dem Stand der Dinge. Ne? Guck mal, was gerade bei Olympia abgeht, was da mit der Wissenschaft ist. Ja, eine Frau, die ist ein Mann, nicht eine Frau, ist ein Mann. Gut. Und es kommen wenig Wissenschaftler zu Wort. Es ist dann immer der Volksverpetzer gegen Julian Reichelt oder so. Das sind dann die beiden Wissenschaftler in der Öffentlichkeit. Und Dr. Logan Paul oder so, die kommen dann. Und Dr. Tilted Floste, die können sich dann in der Öffentlichkeit darum prügeln.
Ja, aber richtige Wissenschaftler sieht man dann eher selten. Ich habe eine da gehabt. Ich habe mit einer ein Interview geführt. Also wenn ihr das sehen wollt, hier Imp-Biologie. Einmal mal suchen. Aber das haben dann... warte, das war gar nicht... Komisch, kommt irgendwie nicht. Das findet man nur hier, wenn man... Das ist der Ilse-Talk. Ne, das ist noch ein bisschen länger her, aber... guckt mal hier, neueste Videos. 8000 Aufrufe. Wissenschaftlerin, Humangenetikerin, und die hat darüber geredet, was jetzt mit dieser Boxerin bei Olympia ist. Ne? Und dann gibt es hier so wissenschaftliche Zeichnungen und hier ist dies und jenes im Körper passiert. Ich fand es ganz interessant eigentlich. Die könnte euch das erklären. Ja? Aber geht halt 2 Stunden und vielleicht mal ein Fachwort dabei. Und Talk mit Ilse war auch gut. Ja, ich fand die beide gut. Aber die siehst du halt nicht so in der breiten Öffentlichkeit. Die werden dann irgendwie auf Twitter angefeindet und man sagt, ey, ihr seid Turf-Biologen oder sowas. Hat wohl einen Stift im Arsch, der Junge. Meine Fresse, Wissenschaft ist kontinuierlicher Prozess. So schwer ist es nicht. Die Erde ist weder eine Scheibe noch rund, sondern ein Rotationsellipsoid. Und Imane Khelif ist vor allem eines. Ein Mesh. Und Fresse ein. Imane Khelif ist ein Mesh. Okay. Ein Mech. Jetzt hab das nämlich. Weder Mann noch Frau, es ist ein Roboter. Es ist ein Mech eigentlich. Das war unfair. Ja? Die Imane Khelif ist eigentlich der Terminator. Nur mit so Haut drüber gezogen. Deswegen ist es auch in beide Richtungen so ein bisschen unklar, weil das ist halt, der ist halt gebastelt, ne? Im Labor hat man gesagt, komm, wir bauen hier irgendwie so einen Roboter und jetzt ist es aber doch irgendwie ein bisschen kantigeres Gesicht geworden. Naja, wird schon irgendwie durchgehen. Und eigentlich ist Imane Khelif ist auch eigentlich sehr, sehr, sehr schwer. Die haben die irgendwie wie beim Abgasskandal, haben die am Rücken, haben die sowas aufgemacht und die ganzen Gewichte rausgenommen, ne, um die dann so irgendwie so auf die Waage zu stellen. Und kurz vorm Boxkampf haben sie dann hinten wieder die ganze Technik reingemacht. Und eigentlich ist das so ein 200 Kilo schwerer Roboter. Und macht doch immer, wenn die so boxen, dann macht so, ne, und dann haben die halt auf Turbogang gestellt und dann, ne, und eigentlich deswegen ist die andere auch so schnell kaputt gegangen, weil die halt so Fäuste aus Stahl hat einfach. Ist halt ein Mech einfach. Na gut. Enorm stressig bis unmöglich und würde wahrscheinlich irgendwann zur Paranoia führen, alles anzuzweifeln, was wir nicht verstehen oder nachprüfen können. Ich zum Beispiel. So wie bei Wokeness, bei der Postmoderne. Kannst du mal ein Video zu Derrida oder zu Judith Butler machen? Ne? Haben wir den Knopf hier eigentlich noch? Ist der... Scheiße, ich habe den gelöscht, glaube ich. Ach, ätzend. Warte. Der passt nämlich gerade sehr, 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 sehr gut. Ja, ich muss den wieder basteln. Passt auf. Ich mache euch hier einen Knopf. So, einfach weil der so perfekt zum Thema passt. So, das ist nämlich nicht im Dara-Ordner. Der ist in diesem Ordner. Es ist hier nach Datum sortiert, leider, deswegen. Ah ja, hier. Passt auf. So, Kollegen von Twitch sagen nämlich dies hier. Wissenschaft ist ein soziales Konstrukt. Biologisches und auch sonstiges Geschlecht ist auch ein soziales Konstrukt und das ist fein. Ne? Wissenschaft und Biologie sind auch einfach soziale Konstrukte. Alles anzweifeln, alles nur konstruiert, kann man alles ändern, gar kein Problem. Leider haben wir gerade Schwurbler auf allen Seiten irgendwie, ne? Das ist ein bisschen komisch. Beispiel, sitze gerade an einem PC, von dem ich, naja, nur so teilweise weiß, wie er funktioniert. Rieche noch ein wenig nach zertifizierter Sonnencreme in meiner von Stadtplanern, Architekten, Statikern, Elektrikern und so weiter als sicher deklarierten Wohnung. Vertrauen in Forschung, abseits unseres Wissensstandes, durchdringt jede Sekunde unseres Lebens. Solange unser Vertrauen nicht politisiert wird, bemerken wir es quasi gar nicht. Ein Problem entsteht allerdings, wenn eine konträre Meinung auftaucht. Jemand sagt dir zum Beispiel, dass das Wasser für deinen Kaffee kontaminiert sei und dich auf Dauer krank mache. Ob man das ernst nehmen solle, hängt... Also bei dem würde ich aufpassen, ne? Wenn der mir ein Glas Wasser gibt, schwierig. Also der ist sehr skrupellos, habe ich gesehen. Er hat ja jetzt hier den Bart abgemacht und ein Toupet aufgesetzt, aufpassen. Also bei Heisenberg, da könnte quasi alles im Wasser sein. Der ist ein sehr guter Chemiker auch. Das sieht dann aus wie Wasser, riecht vielleicht wie Wasser, alles durchsichtig und am Ende ist da irgendwie... Rizin drin oder so und ich kipp einfach um, ne? Aufpassen. Von zahlreichen Faktoren ab. Ein Indikator, auf den Leon ebenfalls verweist, ist der Lebenslauf. Zum Beispiel ein Doktortitel und die damit verbundene Expertise.
Denn dadurch wird die Lücke zwischen Laien und Fachmännern recht deutlich klar. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel jetzt einen Dr. Wolfgang Woder kennst, so. Der oh, jetzt wird Leon, Gregor wird jetzt entweder fluchen oder lachen, oder? Selber im Europarat war, wo es um diese ganze Schweinegrippe-Geschichte ging damals so, ne? Und der den gleichen Abschluss hat wie der Drosten, so. Das sind Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler. Ja, also was ist, wenn es um Wissenschaftler geht, wieder zurück zum Thema Geschlecht zu kommen, wenn Marie-Louise Vollbrecht was über Geschlecht erzählt, ja? Biologin, aber Fischbiologin, Fische, ne? Die Biologie, die zählt nicht, weil das ist Biologie mit Fischen. Dann sagt MyLab was zum Thema Biologie. Chemikerin. Super Wissenschaftlerin Mai, weil die ist Wissenschaftlerin, ja? Naturwissenschaft. Die hat Ahnung. Top. Dankeschön, Mai. Weil es halt ins Bild passt, ne? Da kommt man da nicht und sagt, also Chemiker und Biologe ist ja nicht das Gleiche. Ne? Da geht's da nicht, aber wenn es einem widerspricht, Fische. Fische, du hast keine Ahnung von Menschen. Pff. Virologen, die schon mit Politik zusammengearbeitet haben bei anderen Viren, bei anderen Pandemien so. Ich will gar nicht in die Technologie jetzt einsteigen, weil ich bin da nicht bewandert. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Biologe, ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann das nicht so gut erklären wie jetzt Leute, die wirklich da drin stecken, so, weißt du? Wie Leute wie Gregor. Ich wette, Gregor kann das alles erklären. Der ist ja Wissenschaftler, weil der guckt bei Google Scholar. Hier bin ich auf Leons Seite. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit und können nicht jede Meinung auf der gesamten Welt in Erwägung ziehen. Ich habe keine begrenzte Lebenszeit. Für immer bleibe ich. Also jetzt mal abseits der Wissenschaft. Man trifft pro Tag ca. 35.000 Entscheidungen. Es läuft so automatisch, dass wir meist keinen Gedanken daran verschwenden. Skeptisch sein ist schön und gut. Aber es gibt halt gesunde und ungesunde Skepsis. Dementsprechend würden wir Bedenken bezüglich des Trinkwassers intuitiv ernster nehmen, wenn es von einem renommierten, warum zum Teufel wird das mit 2M geschrieben, das liest sich falsch, wenn es von einem renommierten Wissenschaftler oder einer renommierten Behörde kommt, als von deinem... Apropos Trinkwasser, hier. Das habe ich schon ein paar Mal gezeigt im Stream, aber... ich finde das beängstigend und finde es schade, dass man so wenig darüber hört. Hier, ne, alle streiten sich über links, rechts, über queer, nicht queer, trans und so weiter. Hier, das hier würde uns alle betreffen. Irgendwie redet man nicht oder zu wenig drüber. Ärzteblatt. Regenwasser hat wegen Chemikalienbelastung keine Trinkwasserqualität. Vor 2 Jahren hat man wenig von gehört, oder? Betrifft irgendwie alle. Also gut, wir trinken Leitungswasser, aber viele Tiere trinken Regenwasser. Vielleicht, ärmere Leute, vielleicht trinken die Regenwasser in Dritte Weltländern oder so. Vielleicht trinken die wirklich aus irgendeinem Fluss oder aus irgendeinem See oder sowas. Also wir umgeben uns mit diesem Regenwasser. Das regnet auf den Acker drauf und wir essen dann die Gemüsesachen, die da rauskommen. Ne? Also eventuell beängstigend, wenn Regenwasser keine Trinkwasserqualität mehr hat. Könnte man sich vielleicht Gedanken drum machen, hört man irgendwie wenig von, ne? Aber ja, wie er gerade hier sagt, wir sollten uns Gedanken machen, wenn man das Wasser nicht mehr trinken kann. Sollten wir tun, ja. Versicherungsvertreter-Onkel. Dennoch ist ein Doktortitel nicht automatisch zielführend. So relativieren Dr. Brett Weinstein und seine Frau Dr. Heather Hying in ihrem Podcast Dark Horse die Gefahr von Sonnenbränden. Auf Twitter warnt Heather davor, die eigenen Kinder einzucremen, da es ihnen beibringe, Angst vor der Welt zu haben. Der natürliche Körper was? Brauche die direkte Sonne. Und ganz unter. Aber das ist ja, es hat doch auch nicht jeder den gleichen Hauttyp. Manche Leute müssen sich mehr eincremen, manche weniger. Also, was? Und es wird sogar gesagt, Sonnenschutz mache unfruchtbar. Heather. Also, ne, ich will jetzt nicht Wakanda Forever sagen, aber ich glaube, Leon Lovelock muss sich weniger eincremen als ich, wenn wir in die Sonne gehen. Ich habe da, glaube ich, höhere Gefahr, dass ich da irgendwie was von kriege als er. Deswegen vielleicht kann es ja sein, dass manche Leute das mehr brauchen, manche weniger. Vielleicht hat Brad irgendwie so eine Haut, wo er keinen Sonnenbrand kriegt. Kann er sein. Hat knapp 258.000, ihr Mann na, über so eine Million. Na sowas. Das beste Wasser kommt angeblich aus Flint im US-Staat Michigan. Obama hat sogar erprobt. Na dann lass da hinziehen, oder? Gibt es da irgendwie Quellen, wie es in Deutschland aussieht? Ich würde vermuten, in Westdeutschland ist das Trinkwasser besser als in Ostdeutschland. Aus eigener Erfahrung. Ich habe, glaube ich, in allen Himmelsrichtungen Deutschlands schon mal aus dem Hahn getrunken. Und also Ostdeutschland hatte beschissenes Wasser, hat immer nach Chlor gerochen. Millionen Follower auf Twitter.
Ihr Podcast, 450.000 Subscriber, 2.700 Patreons. Ja. Dr. Brett saß... Kannst jetzt auch Jordan Peterson holen und sagen, ne? Ach, warte, ich kenne den. Ich kenne den. Ist es der von... Space Frogs Woke Universität. Ist es das? Ist es das, warum die Uni ihren Lehrer jagte? Internet-Märchen. Das habe ich geguckt. Da ist es der? Blend ein Bild ein. Weil ich glaube, er war auch eben auf dem Thumbnail, oder? Da erzählt jedenfalls Rick davon, dass irgendeine Uni zu woke war und irgendeinen Dozenten rausgeworfen hat. Und das ist er doch, oder? Das ist der Dude vor 3 Jahren. Okay. Und inzwischen sitzt der Dude einfach bei Infowars. Es ist immer das Gleiche, oder? Du schmeißt einen raus, cancelst den überall, lädst den zu keiner Bühne ein. Ne, der will auch nicht alles auf sich sitzen lassen, hat natürlich auch seine eigene Reichweite, aber fühlt sich ungerecht behandelt, will jetzt dagegen vorgehen und am Ende sitzt er dann bei Alex Jones. Alex Jones hat auch geile Takes zu Wasser. Sowohl bei Alex Jones als auch einem Pandemieberatungsgremium von Ron DeSantis. Und ähnliche Exemplare wie die beiden gibt es natürlich mit weniger Reichweite auch in Deutschland. Man sieht also, der akademische Ritterschlag ist ein zweischneidiges Schwert. So. Ja, oder wie gesagt, Jordan Peterson, vermutlich ein ganz guter Psychologe. Wenn du dann mit ihm über Ernährung redest, könnte schwierig werden. Dann erzählt er dir irgendeinen Quatsch über Apple Cider und sowas. Und Doktortitel kann leicht missbraucht werden und durchaus lukrativ sein, vor allem wenn man viel Charisma mitbringt. In Deutschland allerdings, also manchmal braucht man nicht mal einen Funken Charisma. Dr. Wolfgang Wodak, da. Das heißt, die Friseursalons sind jetzt endgültig geschlossen, ja? Ha, Joke. Lustig. Es reicht schon, sich als Doktor zu uns 0815-Bürgern herabzulassen und zusammen über Mainstream-Schafe zu schimpfen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel jetzt einen Dr. Wolfgang Woder kennst, so, der selber im Europarat war. Ja, ich kenne einen Dr. Gregor Politik. Ihr glaubt gar nicht, wie neidisch ich bin, dass er diesen Namen nicht kennt, Junge. Okay. Um diese ganze Schweinegrippe-Geschichte ging damals so. Ne? Und der den gleichen Abschluss hat wie der Drosten. So. Bei den meisten dieser Gestalten reicht. Hat er das denn? Ist es der gleiche Abschluss? Kurze Wikipedia-Recherche, um zu wissen, woran man ist. Also erstmal hat er nicht. Okay, warte, Wodak, Facharzt für innere Krankheiten, Pneumologie, Facharzt für Hygiene, Umweltmedizin und Facharzt öffentliches Gesundheitswesen. Das klingt ja jetzt eigentlich für eine Pandemie wie Corona. Jetzt nicht komplett falsch ausgebildet, sage ich mal. Ne? Also Pneumologie und Hygiene, kann man ja schon sagen, den hätte man verwenden können. Und Drosten hat Mikrobiologie, Biologie, ja gut, verschiedene Bereiche von dem Ding. Ne? Ja gut, also ist aber nicht der gleiche Abschluss, ist ein anderer. Sind Facharzt für andere Sachen. Nicht den gleichen Abschluss wie der Drosten. Nee, einen anderen. Also beides Fachärzte für andere Sachen. Nimmt man in seinem Artikel so viele Red Flags. Zum Beispiel. Wusste ich bislang nicht, dass er Gerd Postel eingestellt hat. Oder von Alex Jones. Wie? 82 hat er Gerd Postel eingestellt. War da? Ist 82 die Postelnummer schon aufgeflogen? Oder war der da noch aktiv dabei? Also hat er den als Arzt eingestellt damals, bevor der aufgeflogen ist oder nach Postels Knastaufenthalt? Also, wann war das? So, warte mal. Gerd Postel. Wann hat er die Nummer durchgezogen? Ach, krass. Hier. Zwischen 80 und 97 ist der mit gefälschten Urkunden als Arzt unterwegs gewesen. Aber ja gut, also Postel hat 17 Jahre lang die Leute verarscht. Kann man dem den wieder wegnehmen? Danke trotzdem an den anonymen User, der hier Subs verschenkt, aber oh nee, ist der, ich hoffe, der ist nicht im Chat. Der kann ruhig wegbleiben. Also der hat den eingestellt 2 Jahre, nachdem Postel seine Nummer mit den gefälschten Doktortitel angefangen. Also ich denke mal, eine ganze Menge Leute haben den eingestellt, wenn er das 17 Jahre lang gemacht hat. Aber das ist schon ein witziger Zufall, wer sich da über den Weg gelaufen ist. Uns interviewt wurde. Danke sehr, fetter Ordner. Dankeschön. So here to break it down for us
is Dr. Wolfgang Wodarg. And sir, we really appreciate Dr. Wolfgang Wodarg. Appreciate you coming on with us today. Thank you that I can be with you today. Und diese schwachsinnigen Aussagen. Wolfgang Wodarg. Mega geil. In Impfstoffen erst. Ich meine, wenn man sich das durchliest, dass es die Gen. Ach Gott, mein Corona-Video kommt erst im Winter. Egal. Jedenfalls zeigt eine simple Suche in fast allen Fällen, dass Dr. XY zur Forschung seit langem nichts mehr beigetragen hat. Und mit seinem Titel versucht sich eine zweite... Im Gegensatz zu Dr. Karl Lauterbach. Karl Lauterbach hat doch zu dieser... der hat doch als Promo-Move hat der gesagt, der verteilt auch ein paar Impfdosen. Also ich würde mich lieber von einem Arzt impfen lassen, der das regelmäßig macht, als von einem Lauterbach. Zweite Karriere aufzubauen. Ob Leon diese Red Flags ignoriert oder er sie nicht als solche erachtet, sei mal dahingestellt. Denn für ihn gibt es ohnehin einen anderen Grund, warum alternative Wissenschaftler nicht ernst genommen werden können. Man hat immer nur gewisse Wissenschaftler eingeladen, die das unterstützt haben, was die Politik auch erzählt hat. So. Und dann wurde. Aber tatsächlich hat er da einen Punkt. Also wenn ihr mal guckt, wie es zum Beispiel mit Streeck gelaufen ist, dass der am Anfang die ganze Zeit eingeladen wurde. Und überall dabei war und dann hat er halt, dann ist er einmal da irgendwie aus der Reihe getanzt und dann war der auch ein Schwurbler. Ne? Also Wodarg war ja schon ganz am Anfang Maßnahmengegner und hat da irgendwie gesagt, es ist nur Grippe, ist nicht so schlimm. Also ich glaube, Wodarg und Bhakti waren relativ früh dabei, aber es gab ja auch so Leute, die nach und nach so aussortiert wurden. Ne? Ich glaube, Streeck und Kekulé und wie die hießen, die waren ja am Anfang die ganze Zeit voll dabei und waren renommierte Wissenschaftler und man fand die toll. Ja, und dann haben die mal irgendwie nicht so ganz mitgemacht und dann waren die auch wieder scheiße. Also wurden wieder weniger eingeladen und so. Ne? Das hat man ja schon beobachten können, dass man so nach und nach so ein bisschen gesagt hat, aber du hast jetzt hier irgendwie nicht genug für Pflicht oder irgendwie sowas. Du uns immer suggeriert, die Wissenschaftler sagen so und die Wissenschaftler sagen so. Und ich sag halt so, das kannst du nicht einfach so raushauen, die Wissenschaftler. Weil es gibt immer Wissenschaftler, die auch eine andere Meinung haben. Deswegen müssten wir eigentlich auch Wissenschaftler mit verschiedenen Meinungen einladen und reden lassen, oder? Warum die Argumentation... Ja, warum nicht? ...für Blödsinn ist, habe ich in der... Ah, Bro. Ja, es kommen... Also wir müssen nur einen Teil der Wissenschaft einladen. Ja, das kannst du gern so sehen. Ich finde es blöd. Ich finde das gut, wenn wir auch mal unpopuläre Wissenschaftler reden lassen, weil sonst kommt man an einem gewissen Punkt nicht mehr weiter. Angele Ganser-Analyse bereits erklärt. Und Gott sei Dank macht Gregor das hier selbst. Also es muss jetzt nicht jeder einzelne Wissenschaftler irgendwie eine eigene Fernsehsendung haben. Und es muss auch nicht jeder verrückt gewordene ehemalige Doktor irgendwie jedes Mal ein Mikro hingehalten bekommen. Das an sich... Okay, na? Aber ich habe das Gefühl, man zieht diese Grenze inzwischen ein bisschen zu früh. Natürlich gibt es ein paar Doktoren weltweit, die auch vielleicht, ne, die haben vielleicht mit 30 einen Doktortitel bekommen und mit 50 sind die verrückt geworden, schizophren geworden und so weiter. Das kann alles passieren. Ja? Also das heißt ja nicht, dass jeder einzelne Wissenschaftler immer recht hat und dass man mit den allen reden muss. Aber wenn man so kategorisch bestimmte Meinungen ausschließt und wie schnell das manchmal geht, ich auch kein Freund von, ne? Dass man da irgendwie sagt, wir wollen das jetzt in die Richtung, diese drei Wissenschaftler sind cool, dann kommen andere Wissenschaftler, man sagt, nee, verpisst euch ihr nicht. Also ich kann nochmal verweisen auf das hier von, ne? Die Wissenschaft. Also das hier ist zum Beispiel, hier wird für eine Wissenschaft argumentiert, der zum Beispiel einen Gregor widersprechen würde. Franz Pürkler weiß ich jetzt nicht, kenne ich nicht genau. Ja, aber Hier geht es auch um die Wissenschaft und hier hast du vielleicht ein paar Wissenschaftler, denen du, ne, hier ist zum Beispiel dieses Ding, was Jan Böhmermann als Quelle nimmt für die Wissenschaft ist sich einig, hier sind einige Wissenschaftler, die sind sich da nicht so einig, so, es sind glaube ich auch einige, du kannst natürlich zu allen, von denen kannst du mal googeln und gucken, ob du irgendwas findest, aber ja, hier sind einige Wissenschaftler, die dem Konsens der Wissenschaft aus dem Fernsehen nicht unbedingt zustimmen. Jetzt nicht zu Corona, zu einem anderen Thema. Aber ich finde es schon gut, mit diesen Leuten auch zu reden. Ne? Und nicht einfach zu sagen, wir haben hier diesen einen, den einen Fernsehwissenschaftler und der redet jetzt einfach. So dass ich mich entspannt zurücklegen kann. Nicht zwangsläufig, wenn jetzt ein Konsens herrscht in der Wissenschaft. Konsens. Zum Beispiel Klimawandel. Es gibt einen ziemlichen Konsens, ja, dass es Klimawandel gibt. Und dass sagst der auch du? Man, dass der Mensch doch, den gibt's. Gemacht ist. Wenn du da jetzt eine Person hast, die diese Position vertritt und eine zweite Position... Danke sehr, Moschus Maniac. Die sagt, nö, den gibt's nicht.
Also ich glaube, bei Klimawandel sind es irgendwie 97-99% irgendwie, ne? Die Leute, die sagen, das ist menschengemacht und das gibt's. Und wahrscheinlich gibt es da noch Abstufungen, dass sich die Leute nicht ganz einig sind, wie stark der jetzt ist. Aber also zum großen Teil gibt es den ja schon. Ne? Und das so 50-50 darstellst, dann betreibst du, was sich False Balancing nennt. Dann stellst du zwei Meinungen dar, aber wovon eine halt deutlich belegter ist und deutlich vertretener ist als die andere. Leon versteht diese Abwägung, er versteht False Balancing. Dass er es aber nicht zulassen kann, liegt an einem tiefergehenden Verständnisproblem. Der kennt den echt intensiv, oder? Das ist geil. Der Franz Pökler, ist der Psychologe oder sowas? Der redet gerade so, als hätte er Leon jetzt irgendwie 2 Jahre lang bei allem begleitet und den regelmäßig bei sich auf der Couch liegen gehabt und den kennt den jetzt in- und auswendig und könnte ihm in den Kopf gucken irgendwie und sagt, also ja, es ist so und es ist so und es ist so. Studiert er nicht Geschichte oder so? Ja, aber warum kennt er sich denn so gut mit Leon Lovelock aus? Lehrer ist er, ne? Okay. Das sind jetzt quasi die Wissenschaftler, die zugelassen werden, die das Narrativ unterstützen. Es gibt so viele Wissenschaftler, die sagen, dass es nicht so ist. Die werden halt nicht gehört. Das hast du ja in der Pandemiezeit gut gesehen, dass nur, wenn du jetzt bei Markus... Ich rede jetzt nicht davon, wer eingeladen wird. Ich rede jetzt von... Ja, aber das ist ja wichtig. Das steuert ja das Narrativ, was die Bevölkerung hört. Wenn im ZDF und ARD nur eine Seite präsentiert wird, was die Großteil von der deutschen... Bro, was ist das jetzt für eine Auflistung von Dingen, die in Leons Satz gewesen sind? Die Bevölkerung, gerade die älteren Leute, immer noch konsumieren und die gar nicht hören, dass es auch Stimmen gibt, die den gleichen Abschluss haben wie der Typ, der da gerade sitzt und erzählt. Nicht der gleiche Abschluss, aber okay. Die eine andere Meinung haben, aber diese Stimmen nicht gehört werden. Ja, dann ist es eine ganz klare Narrativbeeinflussung. Und heute. Ey, aber dieser Satz, der könnte doch genauso von einem Dara oder von einem Gregor oder so kommen. Reden die nicht auch die ganze Zeit von Narrativ und Aufmerksamkeitsökonomie und bei der Sendung passiert dieses oder jenes, also... Heutzutage ist es halt extrem getrennt. Es wird nicht mehr zugelassen, dass Wissenschaftler auch außerhalb der vorgegebenen Narrative forschen und denken. So. Narrativ ist auch echt einfach so das Unwort des Jahres, oder? Wie viele Leute jetzt immer von Narrativen reden und manchmal benutzen sie es sogar richtig, aber oft auch... Nun ja. Sobald du das tust, dann wirst du gecancelt und wirst als verrückt dargestellt. Verstehst du, was ich meine? Stimmt ja gar nicht. Und das ist eine... Doch, das stimmt, das ist ein Fact. Ja, aber warum empfinden das denn so viele Leute so? Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Es gibt inzwischen sehr viele Leute, die empfinden sich selber als gecancelt, die bekommen das mit, dass jemand, der ihnen nahesteht oder den sie gut findet, sich als gecancelt empfindet. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, gibt's nicht. Das passiert gar nicht. Man sieht das jetzt gerade ganz aktuell bei Kollegin Shoyoka. Die sagt, glaube ich, auch, ha, Cancel Culture gibt's gar nicht so richtig. Aber im nächsten Satz sagt sie dann über einen Kuchen-TV, warum ist dieser Mensch eigentlich noch geplattformt? Wieso hat er denn noch Werbeverträge? Wieso darf der denn noch da und da auftreten? Also es gibt ja Leute, die ganz aggressiv sich dafür einsetzen, dass bestimmte Leute nicht mehr auftreten dürfen, ausgeladen werden bei Veranstaltungen, bei Interviews, ne, dass die boykottiert werden, wo sie auch hingehen. Und im nächsten Moment sagt man, ja, Cancel Culture gibt's nicht, aber der darf sich nirgendwo jemals wieder blicken lassen. Ja, der soll verschwinden, der soll geplattformt werden, der soll geblacklistet werden, aber das ist ja nicht gecancelt. Ja, was ist es denn dann? Und manchmal funktioniert's dann vielleicht nicht. Dann sagt man so, ach ja, Luke Mockridge, der lebt ja noch. Habe ich von Kürtschow gehört. Ja, da wurde von Canceln geredet und Kürtschow sagt, Luke Mockridge ist nicht gecancelt, weil der lebt ja noch. Der kann ja noch seine Auftritte machen. Der hat dann erzählt, der hat einen Suizidversuch hinter sich, der war in der Psychiatrie, ja, Und dann sagt Kürtschow, ja, aber er ist ja nicht gestorben, ne? Er hat ja nur so Gedanken und Versuch und so, aber er ist ja jetzt nicht tot, ne? Dann ist er ja auch nicht gecancelt, alles in Ordnung. Leon differenziert nicht zwischen öffentlichen Auftritten und Forschung, Publicity und Wissenschaft, was zu einem Bruch im Gespräch führt. Naja gut, aber du kriegst auch aktuell mit, dass auch in der Wissenschaft und an Universitäten bei manchen Themen schon eine ziemlich gereizte Stimmung herrscht und dass du manche Vorträge nicht machen kannst. Wie gesagt, Marie-Louise Vollbrecht will Vorträge machen und wird da geschlagen oder ausgeladen, boykottiert und so weiter. Also die Wissenschaft darf gerade nicht so frei sein, wie sie sein möchte, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die sagen, das Private ist politisch und ich gehe jetzt dahin und mache da Stunk. Oder irgendwie sowas. Ja, also Leon hat im Kern ja schon einen Punkt. Es kann sein, dass er vielleicht ein bisschen überempfindlich wird, aber fragt euch doch mal, warum.
Also vielleicht, ne, vielleicht übertreibt er, kann ja sein. Aber also, dass solche Dinge passieren, kann man ja nicht leugnen. Man an folgender Stelle in Echtzeit mitverfolgen kann. Einen Wissenschaftler einladen, der für die breite Mehrheit spricht. Und ein Wissenschaftler will ja auch Drittmittel erwerben und sowas. Wenn du dann renommiert bist, weil du regelmäßig irgendwo im Fernsehen bei Lanz und Co. sitzen darfst, dann hast du schon einen Vorteil gegenüber den Leuten, die es nicht dürfen. Ja, also weil du dann kannst du besser weitere Forschung betreiben, weil du irgendwie Kohle durchkriegst oder sowas. Ne? Ein reicherer Wissenschaftler oder ein Wissenschaftler mit besseren Vernetzungen, der hat Vorteile. Dann einen, der für eine absolute Minderheit spricht und dann so tun, als wären das gleichwertige absolute Ansichten. Was denkst du denn, was passiert wäre, wenn man den Typen eingeladen hätte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und der hätte erzählen dürfen? Dann hätte es aber ganz schnell geswitcht mit der absoluten Mehrheit. So. Also, dann wären nämlich die meisten Leute Typen auf seiner Seite wahrscheinlich gewesen. Nein, ich rede jetzt in der Wissenschaft. Aber ja, ich rede auch von der Wissenschaft. Nein, Leon, du redest nicht von... Ihr redet beide nicht von der Wissenschaft. In der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist es scheißegal, wer bei Land sitzt. Forschung. Na, jein. Wird dadurch vorangetrieben, dass Studien basierend auf der wissenschaftlichen Methode durchgeführt und veröffentlicht werden. Wer die Resultate widerlegen will, der setzt sich nicht zu Lanz, sondern der stellt eine eigene Hypothese auf und versucht, sie mit einem eigenen Paper zu beweisen. Ja, bei Lanz sitzt halt nicht die Wissenschaft, sondern die Wissenschaftskommunikation. Das ist schon richtig. Ne? Da sitzt dann auch nicht unbedingt immer der Wissenschaftler selber, sondern vielleicht auch irgendein Pressesprecher oder sowas. Ja, schon. Ne? Aber wenn du mitbekommst, dass du für deine Wissenschaft harte Anfeindungen bekommst, ja, dass dir gedroht wird, dass du Gefahr läufst, gefeuert zu werden, geschlagen zu werden, überall geblacklistet zu werden und so weiter, dann sagst du vielleicht doch, das ist mir nicht wert. Ich forsche jetzt nicht mehr weiter, weil ich werde zu oft angegriffen. Also die Wissenschaft hat gerade nicht so freie Bahn, wie sie gerne hätte, wie gesagt. Kommunikation zwischen Meinungen und Gegenmeinungen findet, wobei das eigentlich auch schon ein falscher Begriff ist, aber also diese Kommunikation zwischen den wissenschaftlichen Ansichten, die konträr sind, die findet quasi im stillen Kämmerlein statt. Ja. Das Narrativ Jein. Ist scheißegal. Es geht hier schlicht um Empirik. Die Wissenschaft findet sich selten in der Öffentlichkeit wieder. Wir kennen vielleicht 1 bis 2 Querschläger, die sich mehr oder weniger... Ja, guck mal, wer da ist. 1 bis 2 Querschläger. Ne? In der Mitte Drosten, Good Boy. Die mögen wir nicht mehr. Die gut auf beiden Ebenen bewegen. Und auch wenn sie teilweise verschiedene Schlüsse aus der Forschung gezogen und der Politik präsentiert haben, würde sich keine dieser durchaus streitbaren Persönlichkeiten einem... Diese durchaus streitbaren Persönlichkeiten. Von den zahlreichen anderen Forschern, deren Namen keine Sau... Ja, aber warum macht ihr denn so die Hölle heiß? Warum provoziert ihr die denn in so eine Richtung, dass sie vielleicht irgendwann, wenn man es zu weit treibt, doch sagen, naja gut, dann bin ich jetzt halt beim Wodak, fickt euch. Ne? Warum versucht man es denn immer, die Leute, die man irgendwie so ein bisschen 1 bis 2 zeigt, 3, ja, wir wissen doch, welches war er meint. Den mittleren natürlich nicht. Ne? Ganz zu schweigen. Warum wohl? Weil der Konsens sich gegen den armen Wolfi verschworen hat? Oder weil der Konsens sich aus der Wissenschaft ableitet, mit der die wirklichen Wissenschaftler tagtäglich zu tun haben. Die Wissenschaft agiert auf der Ebene, die du nicht unmittelbar auf Instagram und TikTok wahrnimmst. Du siehst diejenigen, die in der Wissenschaft keine Rolle spielen. Die verbittert bei klickgeilen YouTubern oder Podcastern sitzen. Und meinst du ihn jetzt selber oder was? Darüber rumheulen, dass sie von der Wissenschaft nicht ernst genommen werden. Dabei würde man sie ja ernst nehmen, wenn sie statt über Wissenschaft zu reden, Wissenschaft betreiben würden. Aber natürlich halten Alternativwissenschaftler groß. Es ist ja auch, also natürlich, man kann ihm jetzt vorwerfen, dass er zu viel in Talkshows sitzt. Das hat man ja bei Lauterbach auch gemacht. Gut, Lauterbach ist ja auch Politiker, kein Wissenschaftler. Da sagte man, ich war mal Arzt, aber also, hat ja seit Jahren mit Arzt sein eigentlich nichts mehr zu tun. Aber es kann ja auch ein Teil der Wissenschaft sein, die Wissenschaft zu kommunizieren für die Leute. Gerade wenn man so eine Pandemie hat und die Leute wissen gar nicht, wie sollen sie irgendwas einschätzen, wie sollen sie sich verhalten, dann musst du denen ja irgendwie das auch kommunizieren. Ne? Und dann ist es natürlich gut, wenn da ein Wissenschaftler oder ein Arzt vorbeikommt und nicht nur ein Politiker, der sagt, nee, du machst das jetzt. Also an sich ist Wissenschaftskommunikation schon auch ein Teil von Wissenschaft. Großen Abstand davon, richtige Studien durchzuführen. Denn das würde ja erstens Arbeit bedeuten und zweitens würde schnell rauskommen, dass es einen Grund gibt, warum der Konsens ist, wie er halt ist. Ne? Wobei die Hybris dieser Möchtegern Galileos auch mal exquisite Resultate hervorbringt.
Nehmen wir mal 9-11. So als Fans meines Channels... Oh, jetzt hier kommt Daniele Ganser, ne? Erinnert ihr euch sicher an diese eine Studie, die das Narrativ brechen sollte? Halsey hat eine Menge Kohle dafür bekommen, den Konsens wissenschaftlich zu brechen. Was dabei rausgekommen ist, habt ihr hoffentlich nicht vergessen. Also ich könnte mir persönlich diese Simulationen echt jeden Tag anschauen. Wie kann man sowas veröffentlichen? Das ist, wo Jet Fuel Steel Beams meldet, ne? Wenn gute Wissenschaftler sich nicht dem Narrativ anpassen und es schaffen, experimentell den Konsens zu widerlegen, dann stehen ihnen, im Gegensatz zu Leons Annahme, alle Türen offen. Nur leben wir halt nicht in einem Hollywood-Film. Und Forschung... Kommt drauf an. Ne? Alle Türen nicht. Also ich glaube, manche Türen gehen auf, manche gehen zu. Gegen das Narrativ endet halt in 99,99999% der Fälle. Also du musst in vielen Fällen, musst du dir halt ein Team einnehmen. Und da sieht man, dass so ein Wodak das gemacht hat. Entweder bist du das Team Markus Lanz, das Team Mainstream, das Team Regierung, oder du bist das Team alternative Medien. Dann kannst du zu Daniele Ganser und zu Leon Lovelock und so weiter. Du kannst aber schwer hin und her gehen. Wenn du von der einen zur anderen Seite und dann wieder zurück, und wieder, wenn du immer hin und her gehen würdest, dann werden dir beide Seiten wahrscheinlich zuschreiben, dass du bei der jeweils anderen Seite bist und man wird dich nicht mehr haben wollen, ne? Das ist, ja, so einfach ist das nicht. Immer hin und her geht nicht so gut. So, um auf Greer... Ups. Es gibt leider nie eine dritte Seite, ja. Leider selten, ne? Es ist so, es ist der Mainstream und der Anti-Mainstream. Und so einen eigenen Stream, schwierig. Den Nord Stream gibt's noch. Um auf Gregor und Leon zurückzukommen, weder... Hat das jetzt ist drin geblieben, weil es ein lustiger Versprecher ist? Um auf Gregor und Leon zurückzukommen. Gregor und Leon. Bekommen, weder okay. Wodak noch Bakti haben je eine Studie durchgeführt, um ihre komischen Thesen empirisch in Stein zu meißeln. Obwohl sie rein geldtechnisch durch ihre Märtyrer-Publicity genug Ressourcen angehäuft haben müssten und eine riesige Plattform besitzen. Ja, ich frage mich echt, warum das so ist. Aber zurück zum Thema. Leon hat zum Glück einen Mechanismus, um sich selbst davor zu schützen, einzugestehen, dass seine Idole heutzutage absolute Loser sind. Du musst halt schon einen qualitativen Unterschied machen zwischen einer Studie und einem Telegram-Post. Also wenn du glaub keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast, Major. Ja, komm, das ist eine Floskel. Ich lass mir das halt nicht von Wissenschaftlern sagen, was die Basis ist. Ist das nicht von Churchill oder so, das Zitat? Auch ein schwieriger Typ. Weil die Wissenschaftler heutzutage nur noch Wissen schaffen. Ja, es ist halt einfach irgendeine dumme Floskel. So dass, wenn Wodak das sagen wird, dann wird er das nicht sagen. Da merkst du doch direkt, dass das teamgebunden ist. Wenn Gregor über Studien redet, dann sagt Leon natürlich, ja, Studien, ne, glaub keiner Studie. Wenn Wodak von Studien redet, dann hätte er es nicht behauptet. Kauft sind. Wenn wir die systematische... Großteil. Also es ist jetzt nie so, dass vielleicht mal ein Unternehmen, vielleicht mal den ein oder anderen Wissenschaftler oder die ein oder andere Studie mit Geld beeinflusst hat, weil die das Produkt unbedingt das auf ist den Markt so, haben wollten. Also, ne, aber nicht der Großteil. Ein bisschen ist das so. Das ist natürlich ein Problem. Das ist auch in der Wissenschaft ein Problem. Ich kenne ja ein paar Leute, die sowas machen. Ne? Also die sagen auch, dass oft, dass es schon irgendwie scheiße ist mit Drittmittelerwerb und sowas. Aber ein Großteil ist vielleicht auch übertrieben. Ne? Also du glaubst nicht, dass irgendwelche anderen Einflüsse noch von außen die Wissenschaft quasi... Das habe ich nie gesagt, darauf wäre ich noch gekommen. ...indoktrinieren können oder sich da reinkaufen können. So, glaubst du nicht, dass sowas überhaupt möglich ist? Nein, doch, glaube ich voll. Es gibt sehr möglich, viele Unternehmen. Ja. Es ist halt auch doof, ne? Wenn Gregor da sich hinstellt als Kommunist. Und wenn Leon quasi sagt, ey, im Kapitalismus, da werden die Wissenschaftler weggekauft und schlechter gemacht, da kann er ja schlecht Nein sagen. Leon muss ein bisschen an den Wörtern arbeiten. Leon, sag einfach häufiger, wenn es darum geht, dass irgendwer gekauft ist, sag einfach im Kapitalismus gekauft. Dann kannst du die alle, kannst du Dara, Leon, Dara, Gregor und so, die kannst du alle auf deine Seite ziehen. Wenn du einfach nur mal sagst, im Kapitalismus Geld... So musst du halt an. Obwohl bei Dara nicht, der sagt dann, das linke Schwarzmalerei, das gibt's nicht. Aber bei Gregor könnte das gehen, ne? Bei Gregor kannst du das machen, glaube ich. Könnte funktionieren. Auch bei Wissenschaft halt skeptisch sein. Okay, Leon vermischt hier wieder viele Dinge, also Schritt für Schritt. Natürlich sind wissenschaftliche Institute von Spenden und so weiter abhängig, die natürlich nicht hundertprozentig unpolitisch sind. Rollo sagt gerade im Chat, Kommunist, dachte Linksliberaler. Ich würde den auch eher als Linksliberalen einsortieren, aber ich glaube, er bezeichnet sich selber als Anarcho-Kommunist oder so. Ich würde ihn nicht so bezeichnen, aber er macht das wohl. Natürlich gibt's Lobbyismus. In einer perfekten Welt hätte die Forschung ohne Geldgeber unendlich viele Ressourcen. Aber wir leben halt in der Realität, in der sich angepasst werden muss. Es ist also wichtig, die Spender im Hinterkopf zu haben und mit einfließen zu lassen in die Analysen und die Daten unabhängig davon zu bewerten. Und die Daten, die sind bei öffentlichen Papers glücklicherweise einsehbar
und können nachvollzogen werden. Dieser publizistische Aspekt, diese Transparenz, gehört nämlich auch zu der Wissenschaft dazu. Es war auch, anders als Leon meint, nie einfacher, Papers in den Umlauf zu bringen. Mhm. Auf Websites wie Free Archive und so können Preprints hochgeladen werden. Aber Franz Pökler ist Lehrer. Der macht jetzt keine Studien, oder? Also das hat er jetzt gesagt, es war nie einfacher, Paper zu veröffentlichen. Ich habe von Leuten, die an der Uni arbeiten, teilweise auch Gegensätzliches gehört. Und die, ne, die machen ja Paper und so ein Zeugs. Also das habe ich Unterschiedliches zugehört. Würde ich with a grain of salt nehmen. Die, wenn sie vielversprechend sind, aufgegriffen werden. Also du kannst bei Free Archive jeden Scheiß hochladen, genauso wie du Bücher self-publishen kannst. Kann halt aber sein, dass das dann, wenn du in den richtigen Magazinen publiziert werden willst, ein bisschen schwierig ist, wenn das irgend so ein Free-Archive-Zeug ist, ne? Also, nur weil es im Internet irgendwelche kostenlos Plattformen gibt, heißt das nicht, dass du wahnsinnig einfach Paper in den geilen Magazinen kriegst. Im Social-Media-Zeitalter vor allem. Da verbreitet sich das wie eine Krankheit. Toll. Wie Corona. Bei solchen Argumentationen muss ich irgendwie immer an Belasch denken. Die Illuminaten sind schuld, dass er keine Musik releasen kann. Mann, er soll die Schnauze halten. Jeder Typ kann bei Spotify seine Musik hochladen und dann bekommst du Klicks. So, sein Problem ist halt einfach nur, er kann nicht rappen. Er macht keine gute Musik. Ja, jetzt ist es halt der Unterschied, ob du sagst, ja, ich nehme den Bias, der anhand der Finanzierung stattfindet, in Kauf und bewerte die Methodologie der Studie unabhängig davon. Mhm. Das muss man machen. Leon impliziert mit seinem Querdenkalender. Es geht nicht um Jace, es geht um Belasch. Bruch natürlich etwas darüber hinaus, dass Forschungsergebnisse falsch in Studien niedergeschrieben werden. Aber wie bereits angeführt, das regelt in den besten Fällen der wissenschaftliche Markt. Sollte eine Studie im Verdacht stehen, kompromittiert zu sein, können sich tausende Wissenschaftler direkt darauf stürzen und den Scharlatan exposen, indem sie zeigen, dass gewisse Rechnungen oder Ergebnisse keinen Sinn ergeben. Ich meine, ihr wisst, wie viel Geld die Ölindustrie besitzt. Könnte man sich so easy peasy in die Wissenschaft einkaufen und Ergebnisse fälschen, wäre der CO2-Konsens wohl kaum so überwältigend. Aber also die versuchen das. Ja, die kommen da nicht so perfekt mit durch, aber die versuchen es. Es gibt auch Studien, die von der Ölindustrie in Auftrag gegeben werden. Die kommen dann oft nicht so gut an, aber es wird versucht, doch. Natürlich gibt es solche Versuche. Also nicht nur von Halsey, sondern auch in der Medizin. Ich hatte mich 2021 ziemlich doll mit der Kontroverse um Ivermectin, ein vorgebliches Covid-Wunderheilmittel, befasst. Auch dort wurden Studien gefälscht und es war teilweise mindblowing, dass selbst Laien wie ich nach ein paar Stunden sehen konnten, dass einfache Rechnungen nicht aufgingen oder ganze Reihen fiktionaler Probanden in einer Excel-Tabelle copy-pasted wurden. Dr. Gideon Meyerowitz-Katz hat dazu tolle Artikel geschrieben. Falls jemand Interesse hat auf dieses Rattenloch, oder wie das auch immer heißt, ich verlinke euch was in den Quellen. Das Paradeexemplar für Fake News. The Rabbit ist keine Ratte, das ist ein Kaninchen. Ne? Wissenschaft ist Dr. Andrew Wakefield, der um seine eigenen Impfungen. Oh, Bro, ist das der. Oh, das ist der Dude, der behauptet hat, dass man von Impfungen Autismus kriegt, ne? Der hat deswegen seine Zulassung verloren. Vertreiben eine Studie durchgeführt hat, laut der die etablierte Kombination von Masern, Mumps, Röteln, auch genannt MMR-Impfung, bei Kindern zu Autismus. Alter, ich habe bei Dota habe ich eine MMR-Impfung gemacht und ich habe richtig viel dazu bekommen. Ich habe dank des Autismus, habe ich 300 MMR mindestens gewonnen. Führe. Wie hart bei dieser Studie getrickst wurde und welche Konsequenzen Wakefields Lügen in England hatten und eigentlich auch auf der ganzen Welt, hat der YouTuber HBomberGuy perfekt aufgearbeitet. Den Channel solltet ihr euch generell angucken. Er macht so ähnliche Sachen wie ich, nur tausendmal besser. Whatever. Leons schwammiges... Das ist doch der, den Kürtscher so geil findet, mit dem der sich immer brüstet, ne? Dass Kürtscher immer sagt, die Videos von dem sind so lang und ich gucke die trotzdem, weil ich mich ja so tief mit Themen auseinandersetze. Fasel zur Käuflichkeit der Wissenschaft weiß Gregor sogar mit einem persönlichen Beispiel zu kontern. Weil du gesagt hast, es darf nicht heterodox gedacht werden. Der Institutsleiter. Es darf schon, aber der Institutsleiter, du kriegst dann kein Forschungsgeld zur Verfügung gestellt, dir hört keiner zu, du wirst nicht zu Talkshows eingeladen. Google einmal Ulrich Brandt. Brandt ist der Chef von unserem Politikwissenschaftlichen Institut, ist ein Marxist. Ja. Das ist ein offener Marxist, der sagt, wie schlimm der Kapitalismus ist und dass alle Unternehmen auf der Welt schuld sind an der imperialen Lebensweise, an unserem Klimawandel. Der ist ein Dissident.
Präsident ist ein Antikapitalist. Er ist der Chef von unserem... Was heißt da, das Hetero, das irgendwie Abweichende? Sind alle jetzt in der Wissenschaft Marxisten? Nein, natürlich nicht. Unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft sind repräsentiert. Die sind auch offen, die schreiben darüber Papers. Die sind angestellt von der staatlichen Universität, die kein Interesse daran haben sollten, dass Anarchisten... Persönliches Beispiel, anekdotische Evidenz. Ja, eigentlich schon. Natürlich gibt es hin und wieder mal so jemanden, ne? Die reden ja auf einer anderen Ebene. Leon bespricht ein Problem, kann man jetzt diskutieren, wie groß das ist, und Gregor sagt, ja, aber bei mir im Umkreis ist es, bei einem ist es nicht so. Ne, da ist es im Gegenteil Punkt widerlegt, das stimmt ja auch nicht. Also wahrscheinlich hat es ein Marxist trotzdem schwerer. Und jetzt zu sagen, ja, aber manche von denen schaffen es ja rein, das ist auf einem Level von, dass jemand sagt, Rauchen ist gar nicht so schlimm, weil Juppie Hees, das ist Jahrhundert geworden. Oder manche Fettsäcke haben ja gar keinen Diabetes oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja die Art von Diskussion. Ne? Ich kenne aber jemanden, der bei dem ist aber nicht so. Ja, okay. Von ihnen gefördert werden. Und doch tun sie es, weil es doch eine wissenschaftliche Freiheit gibt, die tief im Grundgesetz verankert ist. Gewisse Freiheitsrechte sind in der Demokratie doch wichtig. Und die Freiheit der Wissenschaft ist eine davon. Und ich kann das einfach nicht so stehen lassen, dass du so tust, dass in der Wissenschaft das alles Schlafschafe sind. Das ist einfach nicht alle. Da Leon merkt, dass er auch hier wieder an seine Grenzen stößt, wechselt er das Thema zur Standardkapitalismuskritik. Und wenn ich heute sehe, wie die Pharmakonzerne die Medizin eigentlich komplett... Ja, Leon nennt das nur leider nicht Kapitalismuskritik. Leon wäre eigentlich ein guter Marxist, oder? Wäre eigentlich... Der könnte mal Marx lesen oder so YouTube-Videos drüber gucken, aber ich glaube, da ist er dann wieder dagegen. ...genommen haben und dass die Ärzte sich gar keine Zeit mehr richtig nehmen können für die Patienten, wenn sie noch vernünftig wirtschaften wollen und so. Mensch, Kapitalismus, ne? Leon, jetzt könnte man sich ja mal fragen, welchen Parteien der Inhalt deines Channels komplett in die Karten spielt. BSW, glaube ich. Denen, die den Sozialstaat ausbauen oder denen, die ihn aushöhlen und privatisieren wollen. Ja, differenziertes Denken nervt, wenn es der eigenen Ideologie im Weg steht. Dann lieber unkonkret bleiben. Ich sag doch nicht, dass es unterwandert ist, aber ich gehe mit einem kritischen Geist daran, wenn ich mir eine Studie durchlese, wenn mir irgendein Wissenschaftler im Fernsehen irgendwas erzählen möchte. Nur weißt du, was dann das Relevante ist? Dass du mit dieser Skepsis etwas Gutes machst. Ach, Bro, was? Leon glaubt an Chemtrails. Viele können halt leider nicht zwischen Aussagen auf Systemebene und Individualebene unterscheiden. Und deswegen reden so viele immer aneinander vorbei. Das langweilt dann, wenn Leute immer mit Einzelfallbeispielen kommen. Danke sehr, autistischer Igel, für die 100 Bits. Also es ist wahrscheinlich jetzt eine Story aus Mexiko. Ne? Leon hat in Mexiko weniger Chemtrails gesehen als in Deutschland. Woran könnte das nur liegen? Könnte es sein, dass am Frankfurter Flughafen mehr Flugzeuge losfliegen als in Mexiko? Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht guckt er auch einfach in eine Richtung, wo irgendwie wenige langfliegen. Oder? Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, Christian Anders und Leon würden sich gut verstehen. Ich glaube auch, das wäre cool. Danke, Drip Flamingo. Sollen wir einen Kanal zusammen machen? Einen Podcast oder so, mich angucken. Und dieses Gute machen wäre zum Beispiel dich informieren und die Studien lesen, die Leute referenzieren und dir vielleicht Wissen aneignen, um diese Studien zu interpretieren. Das wäre halt das Wichtige. Und wenn du das woher willst du denn wissen, dass ich mir keine Informationen aneigne oder mir Dinge durchlese und auch offizielle Sachen und Studien gesehen habe oder Berichte davon und so? Woher willst du das denn alles wissen? Naja, Leon, deine Aussagen zu Corona... Ich glaube, Leon, ey, der liest jede Woche eine Studie. Die Studienlage widersprechen sich nun mal deutlich. Außerdem listest du Studien nicht ohne Grund im selben Atemzug mit Artikeln oder allgemeinen Informationen auf, oder? Ich meine, natürlich kommt hier keine substanzielle Kritik. Ganz neutral und objektiv gesehen. Hat Leon das eigentlich geguckt? Hat hier vor einem Tag hat er einen Kommentar geschrieben. Der Geil. Aber hat er das auch angeschaut? Ist das hier irgendwo? Hier ist Tobias Huch hat mich zerstört. Psychologie der Massen-Doku. Nee, aber ist jetzt. Okay. Ansage an Ungeimpfte. Okay. Aber also. Aber darauf ist jetzt noch nicht da. Oder kommt das noch? Bester Mann. Also, wird er da noch drauf reagieren? Oder ist es. hat er keinen Bock, sich das anzugucken? Hat er im Stream gesehen? Leon, wie eine Studie aufgebaut ist, ist halt vielleicht nur noch nicht hochgeladen. Ergebnisse einordnen.
Wisst ihr, das Traurige an dem ganzen Gelaber ist ja, dass es so, so viel berechtigte Kritik an der Wissenschaft gibt. Man könnte darüber sprechen, dass Meta-Analysen durch das Selektiv... Dass das hier die Farben der FDP sind, ne? Dieses Gelb und Magenta, das könnte man kritisieren. Ich glaube, die FDP macht die Wissenschaft kaputt. Die erzählen die ganze Zeit einen von Freiheit und dann hängen sie so fest an Patenten, die die Wissenschaft blockieren und immer sagen, na, hier darfst du nicht weiterforschen, weil ich habe hier schon geforscht und habe jetzt Geld eingesetzt, um da eine Blockade einzubauen. Das könnte man mal kritisieren. Aktive Einbinden und Ausschließen von Studien verzerrte Endergebnisse hervorbringen. Über Garbage in, Garbage out. Man könnte über die Replikationskrise sprechen, dass zahlreiche Ergebnisse und Studienresultate selbst in peer-reviewed Journals veröffentlicht wurden, ohne dass sie je wiederholt werden konnten. Ja, oder über Critical Studies. Critical Race Theory, Fat Studies, Gender Studies, über sowas, ne? Wo dann so Paper wie Fat Bodybuilding oder sowas veröffentlicht werden, darüber könnte man reden. Morph sagt im Chat, die FDP ist durchsetzt von Klimaleugnern und alle glauben volkswirtschaftliche Esoterik, weil sie sagen, das sei Wissenschaft, ja, Wirtschaftswissenschaft. Also man könnte mal in der Wissenschaft kritisieren, dass Wirtschaftswissenschaft eigentlich gar keine Wissenschaft ist. Dass sie da irgendwelche Dinge über Trickle-Down-Effekt faseln und das aber dann nicht wirklich belegen können, dass das wirklich funktioniert. Das ist dann so eine nette Theorie und man denkt, naja, das wird schon irgendwie gehen. Unsichtbare Hand des Marktes macht das schon irgendwie. Und in der Theorie klingt das dann alles ganz toll. Dann sieht man aber in der Praxis, das funktioniert irgendwie gar nicht. Ne? Und dann sagen die, ja, das ist aber ja nur weil. Und dann ist wahrscheinlich am Ende irgendwie... Ist wahrscheinlich irgendwie am Ende der Sozialismus schuld oder irgendwie sowas, aber ja gut. Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsesoterik. Ich nicht, aber danke trotzdem an Karim für deine Bits. Es ist auch nicht, dass ich hasse, ne? Aber ich kenne ja nicht genug. Ich liebe eigentlich nur meine Freundin. Sonst ist ein zu starkes Wort, das kriegen die anderen nicht. Zum Beispiel, indem man nachträglich so lange an den Probanden rumdoktort und unpassende Feinde... Ja, meine Mutter, aber auf eine andere Art, ne? Das ist ja nicht das Gleiche. ...dings ausschließt, bis das Vertrauensintervall darauf schließen lässt, die Resultate seien nicht durch Zufall entstanden. Nennt sich P-Hacking. Man könnte darüber sprechen, dass die Finanzierung von Wissenschaft so schlecht ist, dass Forscher sich quasi dazu gezwungen fühlen, derartige Techniken zu nutzen, langweilige Resultate unter den Tisch fallen zu lassen und sich brisanten Ergebnissen zu widmen. Man könnte darauf verweisen, dass populäre Wissenschaftler auf diesen dubiosen, nicht replizierbaren, aber trotzdem von renommierten Zeitschriften veröffentlichten Studien ein Geschäftsmodell aufbauen, das unter anderem dazu genutzt wird, Supplements und so weiter zu verkaufen. Man könnte sich mit dem Open Science Movement befassen, über die Forderungen, Studien von find ich gut, was er da erzählt. Anfang an zu registrieren, um Missbrauch vorzubeugen. Über die Tücken der Peer Review, die Notwendigkeit von doppelblinden Studien und so weiter und so fort. Ich möchte euch hierzu einfach ein Buch empfehlen. Gibt es leider nicht auf Deutsch, aber es ist jetzt nicht super schwierig geschrieben, keine Angst. Also Science Fictions von Dr. Stuart Ritchie aus Schottland, der übrigens auch Kritik an einigen Corona-Maßnahmen in England geübt hat. Nicht verraten, das ist ein Systemwissenschaftler. Aber deswegen müsst ihr das kaufen, wenn ihr wissen wollt, was da drin steht. Morph sagt im Chat, Preisbildung ist inkonsistent, monetäre Theorie zur Inflation ist falsifiziert und Humankapital ist menschenfeindliche Propaganda. Mehr oder weniger alles Teil des Basisstudiums, vor allem was Wirtschaft nur streift. Ja, ich finde auch, bevor ich das Video angefangen habe, im Vorgespräch habe ich auch schon gesagt, dass ich finde, dass die FDP eine Partei für Asoziale ist und ich die überhaupt nicht leiden kann. Das ist jetzt nicht mit in der Aufnahme, das war noch bevor das hier war, aber FDP finde ich schon echt hammerscheiße. Ich glaube, FDP und CDU sind schon, wenn ich zwei Parteien komplett abschaffen müsste, die es in Deutschland, eigentlich gut, wenn die AfD nachrücken würde, dann müsste ich auch wegmachen, aber die stellen halt nur so einen bekloppten Stadtrat gerade irgendwo, ne, und sitzen so ein bisschen in der Opposition rum. Aber ich glaube, realen Schaden angerichtet, da sind die FDP und die CDU schon ganz gut vorne mit dabei. Ne? Das haben die in den letzten Jahren sehr aktiv gemacht. Also denen nehme ich schon eine Menge übel, was sie bereits getan haben. Bei AfD ist ja immer so, eines Tages könnten die mal, wenn dann irgendwann der böse Höcke kommt, dann brennt es aber richtig. Aber es brennt ja die ganze Zeit schon wegen solchen Leuten wie Helmut Kohl oder Lindner und diesen ganzen sympathischen Figuren. Großartige Parteien. Toll. Danke sehr, Shazam. Aber natürlich, Karim, hat der Wissenschaftsliebende, ne, keine Ahnung von diesen Begriffen. Ich sehe schon Videotitel, Impf verharmlost AfD und fordert... Ich fordere ein Verbot der FDP. Ja, einfach so. Und die Grünen auch.
Dann sage ich, hey, nee, ich mache in beide Richtungen. Ich habe doch bei beiden Seiten eine verboten. Die Grünen-Wähler, die können jetzt halt die Linke wählen oder BSW oder so, die können sich aufteilen und die FDP-Wähler, die sonst halt das Knie ficken. Ne? Von den Diskussionen und den legitimen Kritiken. Für Leon Lovelock ist Wissenschaft Theater. Seine Liebe eine Ästhetik, ein Vorwand, um seinen Verschwörungstheorien einen legitimen Anstrich zu geben. Dass fehlende Empirik und mangelnde Kenntnisse ihnen beim Verhältnis zur Wissenschaft im Wege stehen, lässt sich bei der One-Man-Show im Streamingzimmer zum Glück einigermaßen maskieren. Dort kann er sich ohne Probleme selbst belügen. Also es war schon vor 40 Jahren. Ja, so wie jeder Streamer, ne? Also 40 Jahren heiß im Sommer. Es war schon vor 40 Jahren heiß im Sommer, ja. Ey, bei Klimawandel ist auch immer so geil, wie viele Leute da irgendwas posten. Dann sagt man so, ey, global baust du Wetterstationen in jeden Fleck der Erde, dann rechnest du die Temperaturen zusammen und dann hast du so einen Graphen. Dann sagst du, die Erde als Ganzes, wenn du alle zusammen addierst, wird es wärmer. Ja? Aufs Jahr verteilt und alle Wetterstationen zusammengerechnet. Und das wird dann gekontert von Leuten, dass sie sagen, nee, bei mir regnet es gerade. Kann gar nicht sein. Es kann gar nicht sein, dass die ganze Erde wärmer wird, weil bei mir hier, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, es regnet. Ist gerade kalt. Kann gar nicht sein. Es ist Juni und heute ist es kalt. Okay. Gut. Das ist Wissenschaft, glaube ich. Ne? Also, Fun Fact, wenn man mal nach Amerika guckt, wenn man eine Temperaturskala und so nachguckt, Fahrenheit hat das tatsächlich so gemacht. Also hast du hier so Celsius, der sagt, Wasser, ne, friert und kocht und dann nehmen wir da 0 und 100. Dann hast du Kelvin, der sagt, 0 ist absoluter Nullpunkt, es geht chemikalisch nicht mehr kühler. Und Fahrenheit sagt halt so, ich misch so irgendwas zusammen, was kalt ist, das ist 0. Dann gehe ich im Sommer einmal raus, wenn es richtig warm ist, ist dann 100. Ist halt mega unwissenschaftlich und bescheuert, deswegen hat es ja wahrscheinlich in Amerika auch so gut funktioniert. Danke sehr, Karim. Vor dem Klimawandel quasi, die 40-Grad-Marke wurde in den letzten Jahren viel häufiger erreicht als noch in den 50er, 60ern und 70ern. Das ist ja, Quelle, ne? Quelle, Chat. Entscheidend und nicht, dass einmal in den 70ern die 40-Grad-Marke berührt wurde. Ja, nee, ist klar, Bro. Ich guck mal noch, was, ob man das findet. Hier, Bild-Zeitung von früher, da gab es so eine Schlagzeile. Hier. Ich weiß nicht, ob die noch wer kennt. Die Bild-Zeitung von 2003. Da war es mal sehr warm im Sommer. Und die Bild hat getitelt, diese Wüstensonne werden wir alle Afrikaner. Okay. Mit dem Sonnenkanzler Ghana Gottschalk, Botswana Bohlen und Angola Merkel. Ja, ich glaube, wenn es in Deutschland sehr warm ist, dann wird Deutschland einfach Afrika. So funktioniert das mit den Kontinenten. Angola Merkel, ja. Ich bin im Klima-Lockdown, Majuza. Ich hoffe, du bist nicht draußen bei 17 Grad und Regen, ne? Das ist gefährlich. Bleib zu Hause und schön eincremen, auch ja. Bei Regen. NPC in Man. Aber wenn jemand wie Gregor ihm... Es kann gar nicht sein, dass der ganze Monat im Durchschnitt wärmer wird, weil einen Tag war es mal kalt und hat geregnet. Okay. Der vegane Butter vom Brot nimmt und mit seinen Widersprüchen konfrontiert... Das heißt Margarine, ja? Franz Böckler, vegane Butter. Ich glaube, die meisten Veganer, wenn die Butter aufs Brot wollen, Margarine heißt das. Piat kickt die kognitive Dissonanz. Und das Thema muss schnellstmöglich gewechselt werden. Ich will jetzt erstmal, lass mal von diesem Thema kurz weg. Ich will jetzt wissen, wir haben das ja, warum gehen du von nicht. Ich will allen Themen immer weg, wenn ich was erklären will. Nein, du willst die ganze Zeit auf deinen komischen Themen, wo du da Politikwissenschaft studiert hast und so jetzt da drauf hängen bleiben. Ich will wissen, warum du nicht an Gott glaubst. Ja, das ist ja quasi dein Hartwissenschaftler, ne? Kann sein, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Und das wollte er damit sagen, glaube ich, ne? Willkommen im Internet. So. Warum glaubst du nicht an Gott, Gregor? Vielleicht wegen der Wissenschaft. Also ich glaube, wenn es um die Wissenschaft geht, es gibt schon ein paar Wissenschaftler, die religiös sind, aber wenn es um die Frage geht, ob es Gott gibt, Wissenschaft, nun ja, Leon,
Nun ja, Leon, ich glaube, die Wissenschaft ist da nicht so auf deiner Seite, aber na gut. An sich ist es nach der Hälfte des Gesprächs ein kluger Schachzug, von der physikalischen auf die metaphysische Ebene zu wechseln. Apropos Wissenschaft, warum glaubst du nicht an Gott? Aber obwohl er sich jetzt auf vertrautem Terrain befindet, schießt sich Leon auch hier ins Knie. Und wie so oft krankt es bereits an der Ausgangsprämisse. Die geil, Wissenschaft ich bin gespannt. Heutzutage ist so konträr mit Spiritualität. Als ich, ich frage mich, warum? Warum Spiritualität und Esoterik in der Wissenschaft so einen schlechten Stand haben? Woran könnte das nur liegen? Morf sagt, weil er ein gottloser Bastard ist, logisch, außerdem Kinderblut und so. Hast du mein neues Video eigentlich gesehen, apropos Kinderblut? Ist ganz interessant, was Kinderblut angeht. Ich habe da ein Video auf dem Hauptkanal. Ist mir ganz gut gelungen, finde ich. Also uns, Freundin hat großartig geschnitten. Das hier in meinem Recherche-Livestream, der auf meiner Patreon-Seite verfügbar ist. Ich sag ja nur, ne, man könnte sich ja bei Kapitalismus einfach Patreon anmelden und mich unterstützen. Ne? Könnte also, man. Als ich das da gehört hatte, habe ich folgendermaßen reagiert. Also erstmal möchte ich sagen, Wissenschaft ist nicht konträr mit Spiritualität, weil Spiritualität, so wie ich sie verstehe, heißt in sich geschlossen sein, dass man... Ja, Spiritualität ist irgendein Geschwurbel über Sternzeichen und Götter und so Blödsinn, oder? Also das hat natürlich überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun. Kannst du vielleicht parallel im Hobby machen, aber also vereinen kannst du das schlecht, ne? In sich Ruhe nimmt, dass man meditiert, dass man achtsam ist, bla 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 bla. Ja, ich glaube, das ist nicht das, was Leon damit meint, aber... Ich meine, dass sehr viele Studien zeigen, dass man, wenn man nicht überreizt, wenn man nicht impulsiv reagiert, und das trainiert man ja mit Meditation und sowas, dass das sich positiv auf dein Leben auswirkt. Das wirkt sich ja, positiv klar. auf deine Beziehung. Das ist halt Achtsamkeit und sowas. Aus, auf Aggressionsprobleme und wird auch von Therapeuten und so empfohlen und dieses Journaling und sowas. Ich meine, viele... Ey, da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Die Leute sollen von mir aus meditieren und Yoga machen und den ganzen Quatsch. Von mir aus macht das alles, ne? Aber wenn du dann halt irgendwie an irgendwelche Heilsteine glaubst oder sowas... Das ist halt Quatsch. Also der Part von Esoterik und Spiritualität ist halt Blödsinn, ne? Treiben es damit, viele denken, das ist so ein Allheilmittel, aber das, die Spiritualität an sich ist meiner Meinung nach etwas, was nicht konträr mit der Wissenschaft ist, sondern ganz im Gegenteil. Leon okay. hat allerdings eine andere Definition von Spiritualität. Seht ihr? Habe ich doch gesagt. Und das sage ich... Na sowas. Ich habe gebetet und habe jetzt Herr-Zahn kennengelernt. Danke Gott. Danke sehr, Karim. Ich freue mich darüber, dass ihr euch kennengelernt habt. Wenn das dafür sorgt, dass du mir immer Bits gibst, dann könnt ihr euch gerne auch noch näher kennenlernen. Ganz ohne Wertung, denn der Begriff an sich ist einfach sehr elastisch. Anders als ich bringt er es unmittelbar mit einem Gott in Verbindung. Sowas wie eine Seele sehen kannst, wenn du bewusst geworden bist. So. Das ist für mich... Warte, was kannst du? Du kannst die Seele sehen, wenn du bewusst geworden bist? Was? Mit einem Gott in Verbindung. Sowas wie eine Seele sehen kannst, wenn du bewusst geworden bist. So. Das ist Bro, für mich, nein. oder wenn ich ins Meer gehe, wenn ich mir du das... Du kannst, das wird sich hinterfragt, du kannst die Seele sehen, wenn du zu Gott gefunden hast. Chat, wer von euch kann die Seele sehen? Ich glaube keiner, weil ihr alle gottlose Wichser seid, oder? Hat irgendwer von euch schon mal eine Seele gesehen? Wie sehen die denn aus? So wie bei Dragon Ball, so eine Aura um dich rum, die so Zacken macht? Wenn du so ein Super Saiyajin wirst? Hier natürlich. Fiasmo, wie sieht so eine Seele aus? Beschreib mal. Wer ist dein Gott? Taktlos! Dein Rap ist Kitsch. Astralgestalt funkelt und du siehst eben krasse Energiefelder. Logisch, Super Saiyajin 4. Glaube ich auch, ja. Das Meer angucke, wenn ich generell in der Natur unterwegs bin. Das ist so sch... Na sowas. Das ist doch Low Level. Wir müssen endlich erwachen und den einzig wahren Igel-Gott erkennen. Genau das. Ich mag Igel. Igel sind süß. Putzig sind die. Schön, und das ist so perfekt. Ich kann mir nicht erklären, dass das aus Zufall entstanden ist, weißt du? Ich bin neulich mit meiner Freundin spazieren gegangen. Haben wir so eine Kirche gesehen. Und sind einfach mal da hingegangen, ein bisschen drumherum gegangen. Und dann haben wir eine Kirchenmaus gesehen. Da ist einfach aus dem Loch in der Wand an der Treppe ist so eine kleine Maus rausgeplumpst und hat an der Kastanie geknabbert. Und wir sind relativ nah dran gegangen und die hat sich einfach begucken lassen. Wir konnten richtig nah dran gehen und konnten so eine kleine Maus uns anschauen. Und ne, die hat halt die Kastanie gegessen und das war, also die war arm, ja, arm wie eine Kirchenmaus, ne? Aber da dachte ich dann auch so, ey, das kann doch nicht aus Zufall entstanden sein, das muss doch Gott gewesen sein, weil die Maus war halt schon voll niedlich. Ja, die war so ganz klein und putzig und ich habe die sehr gern gemocht. Ich habe mir die angeguckt, solange bis sie wieder gegangen ist, aber die war sehr, sehr, sehr süß. Und auch wenn das nicht meine Überzeugung ist, vor allem weil das Wort Zufall in diesem Zusammenhang irreführend ist, würde ich niemanden dafür kritisieren, zu glauben, dass... Meint ihr, wenn der sich so angemalt hätte, hätte Dara dann mehrmals Wakanda Forever gesagt? Oder ist es egal, das Bodypainting? Hinter der Schöpfung ein Wille steht.
Wenn es dir ein beruhigendes Gefühl gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass ein barmherziger Schöpfer das Gute oder Gerechte für jeden Menschen möchte, wer bin ich, das abzusprechen? Aber ich muss sagen, also es sieht schon ganz cool aus, oder? Ich meine, so rein von der Optik, ich finde, das Gesicht, da hätte der ein bisschen noch das anders machen können, weil ich finde, aber ich finde hier so das Muster auf dem Körper ist schon ganz cool eigentlich, ne? Die Farbe passt auch gut. Also so rein ästhetisch schon irgendwie ganz cool eigentlich. Ja, wie gesagt, hier oben so irgendwie mit dem Kragen so, da hätte ich, finde ich, ich hätte hier den Übergang, glaube ich, auf dem Hals irgendwie weitergemacht und dann so anders irgendwie oben abgeschlossen, aber also so bis zum Kragen finde ich es cool. Hier oben der Kopf, das hätte man, also mal, kann er ja nochmal malen, ne? Also ist auf jeden Fall schon geil. Das, was ich auf der Welt so sehe, sei es das viele Leid oder sei es die Wissenschaft, zeigt mir, dass es auch ohne diesen Uhrmacher geht. Aber ich kann im Endeffekt nicht das Gegenteil beweisen. Und übrigens, das ist auch die Überzeugung der meisten Atheisten. Die sagen nicht, es gibt Gott nicht, sondern es gibt keinen Beweis für Gott. Das sind Agnostiker. Es gibt den Unterschied Theisten, Atheisten und das beides jeweils gnostisch und agnostisch. Du kannst entweder gnostisch sein, das heißt, du glaubst das auf jeden Fall, sagst, gibt Gott, gnostischer Theist, du sagst, gibt Gott nicht, gnostischer Atheist, und du kannst aber auch Agnostiker in beide Richtungen sein. Für deine religiöse Offenbarung. Danke sehr, Karim. Ich bin auch eher ein agnostischer Atheist. Ich sage, wahrscheinlich gibt es Gott nicht, aber ich kann nicht 100% sicher sein. Vielleicht auch doch. Es gibt auch agnostische Theisten, die sagen, naja, irgendwie glaube ich, vielleicht gibt es das, aber wenn nicht, wäre auch, ne? Könnte auch sein. Ne? So eine Tendenz in eine Richtung halt nicht. Nicht all in 100% eine Seite des Spektrums, sondern so, ja, vielleicht nicht. Wie gesagt, bleibt Leon aber nicht auf dieser, nennen wir sie, spirituellen Ebene. Anfangs versucht er kläglich, seinen Glauben mit dem Hirngespinst des gecancelten Wissenschaftlers in Verbindung zu bringen. Und warum ist denn der gecancelte Wissenschaftler ein Hirngespinst? Also, das man kann das ja gut finden, aber leugnen? Also, es gibt Wissenschaftler, die haben sich in der Öffentlichkeit ein bisschen zu oft aus dem Fenster gelehnt und haben dafür dann richtig saftige Konsequenzen bekommen. Ja, also beruflich, körperlich, psychisch, ja, Leute, die irgendwie dann Angst haben, rauszugehen oder sowas, das gibt es ja, das kann man ja nicht leugnen. Kannst du sagen, ist gut, weil die haben böse Wissenschaft gemacht oder die haben gehetzt und die sollen jetzt in die Fresse kriegen. Aber ein Hirngespinst ist das nicht. Also wenn Wissenschaftler forschen, zu einem Ergebnis kommen, einen Vortrag machen wollen, wo sie dieses Ergebnis präsentieren wollen und dann werden die körperlich angegriffen, bedroht, gefeuert und so weiter, dann kann man schon von einem gecancelten Wissenschaftler sprechen, oder? Jemand, der, wenn er nicht so Sachen gesagt hätte, weiter seinen Posten hätte, aber weil er so Sachen gesagt hat, geschlagen wurde, ausgeladen, Posten verloren und so weiter, kann man schon sagen, dass die gecancelt wurden. Und greift zur Untermalung auf bekannte Koryphäen zurück. Zum Beispiel in Einstein und so, die haben noch geforscht und die sind auch zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen, auch wie in Tesla am Ende des Tages, wo sie richtig tief in die Wissenschaft reingekommen sind. Aber dann wurden auch deren Erkenntnisse... Einstein und Tesla sind, glaube ich, schon richtig tief in die Wissenschaft reingekommen, kann man so sagen, ja. Bewusst diffamiert und bewusst gecancelt. Die Jungs haben damals gecheckt, dass das zusammengehört, dass Wissenschaft und Spiritualität nicht voneinander zu trennen ist. Und wenn du in die Wissenschaft ganz tief reingehst, dann dir bewusst wird, dass es sowas wie einen Schöpfer geben muss, dass es sowas wie Gott geben muss. So Einstein... Ja. Okay, wenn du ganz tief, wenn du so Surface-Level-Wissenschaft guckst, ne, dann gibt es keinen Schöpfer. Aber je tiefer du reingehst, ja, je weiter du runtergehst, kommt dann doch Gott. Am Ende liegt er da immer irgendwo rum, ne, und sagt, moin, ich bin hier drin in der Gravitation oder so. Und alle Leute, die quasi die Wissenschaft etabliert haben, zu einem Großteil so, die haben am Ende des Tages gesagt, nach ihrer ganzen Forschung, dass es was wie Gott geben muss. Also wenn Einstein gecancelt wurde, dann hat dieses Wort mittlerweile wirklich jegliche Bedeutung verloren. Keine Ahnung, in welcher Doku er das wieder aufgegriffen hat. Vielleicht ich glaube, Kopernikus wurde gecancelt. Ne? Irgendein Aphorismus fehlinterpretiert. Aber Einstein hat nie behauptet, dass es einen Schöpfer geben muss. Fun Fact, Einstein ist als Jude geboren und als Atheist gestorben. Der hat im Laufe des Lebens gesagt, weißt du, dass die alles erzählen haben mit Gott? Nee. Wisst ihr, ich lasse Albert einfach selbst antworten. Es war natürlich eine Lüge, was sie über meine religiösen Überzeugungen gelesen haben. Eine Lüge, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott. Und ich habe dies niemals geleugnet, sondern habe es deutlich ausgesprochen. Falls es in mir etwas gibt, das man religiös nennen kann, so ist es eine unbegrenzte Bewunderung der Struktur der Welt.
soweit sie unsere Wissenschaft enthüllen kann. Die Bibel sei für ihn außerdem eine Sammlung ehrwürdiger, aber reichlich primitiver Legenden. Einstein glaubte an eine Kraft, die sich Menschen nicht erklären können, die ja vor dem Urknall sowie jenseits unseres Verständnisses von Raum und Zeit steht. Based? Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Glaube und Religion. Also Glaube kannst du für dich privat haben, Religion institutionell mit so einem Buch, was vermutlich von Menschen geschrieben wurde, mit Gebäuden, in denen andere Menschen stehen. Das ist, glaube ich, nichts für so intelligente Menschen wie Einstein. Aber immer noch in einem Universum basierend auf naturwissenschaftlichen Gesetzen existiert. Gott ist in diesem Kontext also als Metapher zu sehen. Vor allem, wenn man die Umstände anschaut. Unter na, sowas. Herr Unterstrich Zahnschöpfer, oder nicht, magst du mal mit mir ausgehen? Danke sehr, Karim. Der Wissenschaftler seine Experimente durchführt. Ja, mach mal, ne? Atheisten oder Agnostiker. Ich glaube, hier Karim ist einer, der auch mal ausgibt, ne? Also es lohnt sich, mit ihm auszugehen. Wurden vor allem während der 50er und 60er. America under communism. Is this tomorrow? So sieht das dann aus. Da kommen dann die Kommunisten und dann machen die euch platt. Mal als Kommunisten bezichtigt. Die damaligen Erzfeinde der USA. Da war das von Einstein strategisch schon ein bisschen smarter, Religion nicht zu explizit abzulehnen. Wie auch immer, selbst Leon schneidet ja in dem Talk den Gott an, von dem Einstein redet. Gott manifestiert sich in allem, was lebt. So, weißt du, in jedem Tier, in der ganzen Natur, in jedem Menschen. Na, sowas, danke dir. Danke dir, Shazam. Und Gott ist auch das, was quasi uns alle miteinander verbindet. So, ich glaube, dass wir als Menschen alle miteinander auf eine gewisse Art und Weise verbunden sind. So. Irgendwas außerhalb unseres Verstandes. Es passieren Dinge um uns herum, die wir nicht erklären können. Die wir nicht ja, das ist aber doch gut so. Ist doch gut, dass man nicht alles erklären kann. Dann bleibt die Welt noch ein bisschen spannend. Stellt euch mal vor, wir könnten uns alles erklären. Jede Kleinigkeit wäre jetzt schon gelöst. Wenn alle Rätsel der Welt gelöst wären, dann hättest du ja gar nichts mehr zum Forschen. Wäre ja langweilig, da wärst du ja fertig. Ist ja eigentlich ganz geil, wenn du immer der Menschheit immer noch neue Aufgaben stellst, die dann wieder irgendwer knacken kann. Mal sehen. So. Und das ist für mich göttlich, meiner Meinung nach. Und das ist ja, wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube das ja auch. Genau wie wahrscheinlich 90% aller unfreien Wissenschaftler. Aber es ergänzt sich einfach nicht mit dem Kreationismus, den Leon sonst an den Tag legt. Die Vermischung lässt eher darauf schließen, dass er an einem kohärenten Weltbild, dem schmalen Grat zwischen Religion und Wissenschaft, scheitert. Sein Unvermögen, evolutionäre Prozesse zu verstehen, komplettiert er nur das Bild. Oh, 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 oh. Nein, nein. Leon glaubt nicht die Fischgeschichte von Kollega, oder? Oh, ich weiß schon, was jetzt kommt. Oh, Charles Darwin widerlegt von Deutschrapper Felix Antoine Blume, der Experte für Evolutionstheorie. Passt auf. Glaub nicht daran, dass aus einer Schildkröte ein Affe werden kann oder aus einem Affen dann eine Giraffe und aus einer Giraffe dann ein Mensch. Ich glaub da nicht dran. Ich kann nicht beruhigen. Ich glaube auch nicht, dass aus einer Giraffe ein Mensch werden kann. Es gab in Braunschweig einen Versuch, der ist so nah dran gekommen, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube nicht, dass aus der Schildkröte ein Affe werden kann. Genauso hat Charles Darwin das damals gesagt. Wisst ihr noch, Charles Darwin kam damals, hat so eine Schildkröte geholt und gesagt, Abracadabra, dreht euch mal alle um. Hier ist ein Orang-Utan. Tada! So hat Darwin das damals präsentiert. So. Das sagt ja auch keiner. Naja, im Gespräch merkt Gregor schnell, dass auch in Leons Religionsgequatsche eigentlich nur Worthülsen stecken. Das ist eigentlich kein rationales Argument sein, sondern ein eleganter Weg, um diese... Und für mich eigentlich... Ja, also ich glaube schon, dass es... Also kennt Leon etwa weder Digimon noch Pokémon? Natürlich kann aus seinem Lebewesen in 0, nichts ein anderes werden, gar kein Problem. Alles ist zu Ende gedacht, keine Fragen mehr. Alles unter Dach und Fach. Diese Welt ist jetzt komplett. Letzter Blick aufs iPhone. Check. Deichkind spielt die letzte Show. Ferris macht die Füße hoch. Die Welt ist fertig. Endlich fertig. Okay, danke Blazing Ben, cool. Ey, ich finde auch ehrlich gesagt, wo du gerade sagst, die Welt ist fertig, ich finde, auch wenn es vielleicht ein bisschen daneben klingt für manche, diese Vorstellung, dass wir vielleicht durch den Klimawandel den Weltuntergang miterleben können, irgendwie eine romantische Vorstellung, oder? Dass du einfach bedenkst, du stirbst nicht einfach mit 80, 90 an Altersschwäche und alle anderen machen weiter. Deine Enkelkinder machen noch irgendwas.
ja, deine jüngeren Bekannten und Nachbarn, die machen dann weiter Party ohne dich, sondern du kannst mit dabei sein, wenn es zum Finale kommt. Ob es jetzt eine große Überschwemmung oder ein Brand oder irgendwas ist, aber du sitzt einfach da und denkst du, so, jetzt ist vorbei für alle. Für mich ist es vorbei, aber für alle anderen ist es auch vorbei. So eine Apokalypse hat schon irgendwas, ne? Sitzt du da so, das ist wahrscheinlich ein sehr schmerzhafter Tod, wenn du so in der Hitze dahin siehst oder so, aber du weißt doch, du verpasst nichts, ne? Oder ein Atomkrieg oder so. Du sitzt vielleicht auf deinem Balkon und du siehst diesen gigantischen Pilz und so und du weißt, okay, ist jetzt vorbei, ne? Aber nicht nur für mich, es ist jetzt eigentlich für alle vorbei. Wir gehen weg, aber wir gehen alle weg. Nicht nur ich, ne? Sondern die ganzen Nachbarn, alle mit. Also alle sind weg jetzt. Ist wie Sonnenfinsternis gemeinsam schauen. Ja, ja, oder Sonnenuntergang, nur dass es halt Menschheitsuntergang ist. Aber es kriegen einfach alle den gleichen Untergang. Naja, gut, lass mal weiter hier, Leon. Also Morph sagt, klar, das ist wie jeder Absolutismus. Wenn du davon überzeugt bist, dass du keine Agency hast, dann kannst du Dinge ertragen. Frag mal Buddhisten. Hat das, okay. Wie sinnlose, weil am Ende bewegt sich jeder. Bro, dann scheiß drauf. War ein guter Talk, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Gregor, pass auf, ja. Also eine Schildkröte wird ja kein Affe, aber war guter Talk. Tschüss. Nee, passt schon. Aufgebaut. Willst du, ja, ist doch geil, willst du, Digga. Willst du nur reicht jetzt, doch jetzt mir nicht noch über weltliche Dinge reden? Ich bin durch mit dir. Du bist mir ein bisschen zu trollig unterwegs. So. Du führst kein ernstzunehmendes Gespräch. So. Du bist mir ein bisschen zu trollig unterwegs. Weißt du? Wäre geiler gewesen, hätten wir ein vernünftiges Gespräch unter trollig. Männern für. Männer. Eigentlich könnte man allein zu Leons Verständnis von Macht. Ich glaube, an der Stelle hat man erfahren, dass Franz Pökler sich die Fingernägel lackiert, oder? Wenn man diesen Frame so sieht, mit diesem Pink-Blau. Leon sagt Männer, so, Männer. Ich glaube, ich weiß, wie die Fingernägel von Franz Pökler aussehen. Maskulinität, eine tiefgehende Analyse machen. Aber zusammengefasst lässt es sich so sagen. Auch hier ist er furchtbar inkonsistent. Auf der einen Seite will er den selbstbewussten, starken Typen. Du hättest sie ruhig jetzt hier auch mal so lila oder pink machen können, ne? Also. Werten und Überzeugung-Meme. Ist aber andererseits einer der fragilsten und unsichersten Content-Creators, die ich überhaupt kenne. Ich würde sagen, dass niemand so schlecht mit Kritik an der eigenen Person oder. Geh mal auf Twitch. Kannst du dir einige Kontrahenten angucken. Also schlecht mit Kritik an der eigenen Person umgehen. Also ich könnte dir da eine Liste geben, ne? Das sitzen wir aber morgen noch hier. Eigenen Aussagen umgehen kann. Sobald Leon Gegenwind erfährt, sobald er gezwungen wird, seine Annahmen mal zu hinterfragen, ein bisschen vehementer, nicht so super, super, super freundlich, ne? Ist er nicht in der Lage, das rational einzuordnen. Und sein Ego zurückzufahren, nein, es setzt immer so einen Fight-or-Flight-Reflex in Gang. Entweder wechselt er, und ich hoffe, das habe ich hier eindrucksvoll nachgewiesen, das Thema, oder versucht Unsicherheit mit Ironie oder falschem Lachen zu überspielen. Das Gespräch mit Gregor ist da kein Einzelfall. Grandios war zum Beispiel, als er sich bei Kianosch über den bösen Kuchen-TV ausgeheult hat. Weil er es doch glatt gewagt hatte. Hä, aber Kuchen ist doch mit dabei sogar. Seinen Corona-Halluzinationen ein paar Reactions und einen Diss-Track zu widmen. Ich weiß, Kuchen ist für viele meiner Subscriber ein rotes Tuch. Ich verstehe es, aber ich persönlich finde ihn nicht so wild. Aber seht ihr, also ne, ich muss mich nur wiederholen, aus einer Giraffe einen Menschen machen. Und in Talks mit Cynic oder halt hier mit Leon geht er genau wie Gregor mit einem roten Faden durch die Vorwürfe. Beziehungsweise Argumente der anderen Seite. Alter, was hat der denn hier an der Backe? Wurde auf den auch geschossen? Ist das so, wie bei Trump, so ein Pflaster an der Backe am Ohr oder so? Und ordnet sie vernünftig ein. Für diejenigen, die das Ding nicht kennen, einer der Kernvorwürfe war es, dass der Diss von Kuchen und McTwist Boykott Lovelock und nicht Boykott Leon Lovelock hieß. Könnte ja auch jemand anders aus der Familie gemeint sein, ne? Einfach noch nicht bereit, glaube ich. Weißt du, ich meine, so, ich sollte so Sachen einfach ignorieren. Ich möchte irgendwann dahin kommen, dass ich so Leute einfach nur ignoriere und mich nicht mehr davon so auf die Palme bringe. Ja, mach doch. So. Also keine Diskussion starten mit Kritikern. Keine Ahnung, so. Unterhalte mich gerne mit Menschen, die Kritik äußern. Deswegen werde ich auch das Interview mit Cynic machen, so, weißt du? Weil Cynic ist zum Beispiel auch jemand, der mich halt sehr hart kritisiert hat, auch in der Vergangenheit, so, dass er halt sachlich bleiben wird, so. Weißt du, was ich meine? So, und dass er, ich bleib doch auch sachlich. So, weißt du, was ich meine, Kianosch, so, deswegen, ich weiß nicht, Bruder,
zum Fight-or-Flight-Reflex gehört aber natürlich auch die andere Seite. Ich freue mich auf den Tag, wo ich dir das mal richtig ins Gesicht sagen kann und nicht über Stream oder über WhatsApp oder über was weiß ich so. Alter, das klingt richtig bedrohlich. Dir einfach. Ja, übrigens, weil eben McTwist gesagt wurde, Twizzy hieß früher McTwist. Das mal ins Gesicht reindrücken kann, dass du mal spürst, dass du Menschen auch triffst mit der Scheiße so. Keine Angst, das meint er ganz gewaltfrei. Love it in man. Besonders kompromisslos wurde Leon auch von Flair mit der Realität konfrontiert. Leon, guck mal. Wenn du von Flair mit der Realität konfrontiert wirst. Was hat Leon gemacht? Hat er gesagt, dass Kollege rappt wie Rakim oder was? Es gibt zwei Arten von dummen Menschen. Du bist dumm. Ich bin auch dumm. Ich bin Flair ist dumm. Du bist auch dumm. Wir sind beide nicht die Hellsten. Viele Sachen, die du redest, sind dumm. Viele Sachen, die ich rede, sind auch dumm. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich merke, wann ich dumm bin und frage dann schlaue Leute. Du bist die ganze... Guck mal, wer da gelacht hat. Zeit. Welche Kategorie ist der? Ist es nicht so pfiffig, um zu merken, oder ganz oft merkst du vielleicht irgendwie tief in dir drin, dass du das gerade nicht auf die Kette kriegst und dann kommst du immer mit Gefühlen. Bro, scheiß auf deine Gefühle. Deine Gefühle, wenn du jedes Mal nur im Leben das machst, was dich gut anfühlt, dann kommst du nie zu was. Und auch hier akzeptiert er die Kritik nicht einfach so. Das könnte ja am Selbstbild rütteln. Sondern stichelt zunächst mal zurück. Gegen, also du bist ja null, also du willst ja auch nicht so viel mit Spiritualität und so zu tun haben. Ich hab mir letztens den Hab ich! Das ist und ja, der weiß ja da gerade, dass er dumm ist. Warte mal. Spiritualität ist die eine Sache. Glauben an etwas vielleicht hören oder Energie oder. Spiritualität, Meritualität, dies, das, sage ich immer, ne? Also, wer mehr glaubt an Energie als Flair? Als Flair dann wer noch? Glaubt mehr an Energie als Flair? Flair fast Wissenschaftler schon, er glaubt wirklich an Energie. Ich glaube, Isaac Newton glaubte noch mehr an Energie als Flair. Leon für seine Rap-Versuche outcallt, reicht's ihm endgültig. Du hast vorher Rapper interviewt. Du hast vorher hast du Nikola Tesla interviewt, er glaubt auch an Energie. Steht an so einer Maschine, ich Maschine macht Energie. Krass. Wo musst du jetzt Rapper werden? Du bist doch weil gut. Weil ich krass bin, Bruder. Was bist du? Ich bin krass. Wirst du noch sehen die nächsten Jahre, Bruder. Das wirst du noch merken. Das wirst du noch merken. Siehst du, Bruder, du bist jetzt wieder so dumm und merkst nicht, Leon, dass du dumm bist. Leon, das Problem. Ja, Leon, merken, Bruder. Alles lass cool. mich dir was ich sagen. Ich mach meinen Weg so. Guck mal, warte mal ganz kurz. Und ja, lass den halt rappen so, dann versagt er halt. Na und? Das klarzustellen, hier bin kann ich auf machen. Leons Seite. Ja, man kann auch rappen, wenn man will. Das heißt ja nicht, dass es gut, dass es irgendwie erfolgreich in den Charts sein muss oder so. Wenn es dir Spaß macht, Musik zu machen, dann mach doch. Muss man ja nicht anhören, wenn man es nicht mag. Ich glaube, dass aufstrebende Rapper heutzutage auch ohne Flairs Urteil gute Chancen haben, erfolgreich zu werden. Ja, es geht doch nicht nur um Erfolg, Alter. Wenn ihm das Spaß macht, wenn er am Ende gerne Leuten sein Lied zeigt und sagt, hier, ich habe da was gemacht, hör dir das mal an, dann mach doch. Ich finde, Musik sollte wieder mehr in so eine Richtung kommen, dass der Musiker einfach selber was ausdrücken möchte, vielleicht will er mal was ausprobieren. Vielleicht, weiß nicht, hat er einfach Spaß daran. Einfach Spaß am Produzieren. Na, und immer, ob die Musik dann gut ist, ist am Ende Geschmackssache. Also gibt da irgendwie kaum zwei Leute, die exakt die gleichen Bands gut finden. Deswegen ist es doch okay, wenn dem das Spaß macht und das jemand gut findet, ist doch deren Sache. Aber hier geht's halt um Souveränität. Warte, was stand da Flair im Hintergrund? Gute Chancen haben, erfolgreich zu werden. Ja, hier ist er. Ist doch Flair. Bei was? Bei Turbe, Turbe, Turbe? Aber hier geht's halt um Souveränität denn, und Kritikresistenz. Und die besitzt Leon überhaupt nicht. Sein Fokus auf positiven Vibes ist strategisch gewählt, weil er damit Situationen aus dem Weg geht, in denen er sich vor sich selbst und anderen rechtfertigen muss. Wer über seinen Channel schaut, sieht wenig positive Vibes, weil die meisten Verschwörungstheorien das auch einfach nicht hergeben. Es passt nicht zusammen. Das passt ja genauso wenig zusammen wie durchgängig. Oder weil ich. Guck mal her. Hergeben. Es passt nicht zusammen. Das passt ja genauso wenig zu. Da, hier. Discord-Talk. Debatte eskaliert. Hier sind Cassius Clay und ich. Das war relativ spontan. Da haben wir dem Kuchenstudio die ganze Zeit Deutschrap geguckt. Und Cassius hat das, glaube ich, immer noch nicht hochgeladen. Wir haben uns irgend so ein Rap-Battle angeguckt. Ich fand das eigentlich ganz, ganz witzig, was wir da gemacht haben. Aber irgendwie hat Cassius das gar nicht geuploadet. Aber. Ich hab's mit meinem Gesicht immerhin ins Franz Pökler-Video geschafft. Bei Minute 37,55. Geil. Zusammen wie durchgängig vor Social Media, einer sexualisierten Gesellschaft und so weiter zu warnen, aber dann den ganzen Tag Instagram-Videos zu posten. Mit Ärschen. Sexy Umfragen am Beach durchzuführen oder solche Musikvideos zu releasen. Tausendmal sagen, wie sehr man sich reflektiert hat.
aber keine Veränderung zu demonstrieren, Bewusstsein und Mindfulness und Meditation zu bewerben, aber seinen Content auf hibbeligen Überschriftenvermarkter aufzubauen oder sich als geläuterter No-Fapper darzustellen. Und wie der macht Content, wie der da so nackte Frauen in seinem Video hat und sagt, ey, ich hab die im Video, aber ich schwöre, ich wächst nicht. Ich guck nur immer. Aber die Hand bleibt weg vom Pimmel, Gott will das nicht. Aber in Frauen reinstecken geht schon, oder? Dann dabei ertappt werden, Big Booty Latinas oder so weiter. Ich fäb nicht mehr selber, ich lass fäben. In seinem Suchverlauf zu haben. Oder die Sache mit Nico Nuevo und so weiter. Mittlerweile würde es mich nicht mal wundern, wenn selbst dieses Veganismus-Ding von Leon nicht der Wahrheit entsprechen würde. Tiere schützen zu wollen ist eh ganz schlecht, wenn man gleichzeitig verbreitet, dass der Prozess, der die Natur zerstört, nicht vom Menschen verursacht wird. Und man demnach nichts dagegen tun kann, weil es halt so sein soll. Karma it in, man. Gott hat schon seine Gründe für das Artensterben. Genauso wenig passt es zusammen, als das dominante und herrschende Geschlecht Frauen schützen zu wollen. Aber dann denjenigen zu feiern, der... Ja, du kannst ja trotzdem schützen, selbst wenn du... Also das ist ja, da ist ja nicht direkt ein Widerspruch. Du kannst ja dominant und herrschend über die sein und dann sagen, aber ey, außer die anderen dominanten Herrscher sind ein bisschen zu gemein. Macht man ja sonst in der Politik auch immer, ne? Dass man sagt, ey, ich bin euer Herrscher und ich helfe euch jetzt, wen anders zu befreien. Ne? Geht mal darüber, schießt mal auf die. Der Minderjährige aus Osteuropa für sein Cam-Business missbraucht. Was? Und was macht er? Um zu feiern, der Ach, okay, Andrew Tate. Andrew Tate macht das, nicht Leon selber. Der Jäger okay. aus Osteuropa für sein Cam-Business missbraucht. Und um zum Schluss nochmal auf den Titel des Videos zurückzukommen, Leons Pseudo-Selbstbewusstsein steht auch der Auseinandersetzung mit Wissenschaft im Weg. Soll ich dir sagen, wieso es wissenschaftlich? Ich rede es nicht rechtlich, warum es wissenschaftlich vertretbar war, das zu tun. Du wirst mich nicht überzeugen, aber versuch's, ja. Sein Argument ist, dass Frauen emotionaler sind als Männer aufgrund ihrer Biologie. Und auch, das, ja, aber das könnte sein. Hä? Bestreite ich prinzipiell. Ja, weil du auch nicht an Hormone glaubst. Das weiß ich ja schon. Also, wenn man jetzt so einen Satz sagt wie, Frauen sind im Durchschnitt emotionaler als Männer, dann müsste man mit Gregor erstmal klären, was Frauen und Männer sind. Deswegen ist das schon mal eine schwierige Frage für ihn. Kann er da tatsächlich eine einzelne Studie schicken, die das... Gregor, gibt es eine Korrelation von Männern und Testosteron? Und von Frauen und Östrogen, Testosteron, gibt es da einen Zusammenhang oder nicht? Weil dann. Du bist sehr intelligent, Herr Oberst. Weiß ich ja nicht. Danke. Danke sehr, Shazam. Also, ob mit Geschlecht und Testosteron, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Ich weiß es nicht, ne? Das müsstest du mir jetzt erklären, aber vielleicht gibt es da ja wissenschaftliche Untersuchungen zu. Scheißegal, ich brauche dafür keine Recherche, ich muss dazu einfach nur in die Welt gucken. Ich muss dazu einfach nur eine Frau angucken oder mit einer Frau unterwegs sein. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für sein Verhältnis zu der Wissenschaft. Am Ende lässt sich sagen, dass Leon zwei Möglichkeiten hat. Er kann seinen Content und sein Mindset weiterhin auf dieser oberflächlichen, dummen Ebene lassen. Und sein restliches Leben weiterhin lachen. Oh, guck mal, hier wird mir gerade von einer Biologin in den Chat eingeworfen. Frauen nach den Wechseljahren sind hormonell stabilste Gruppe. Wenn es danach ginge, müssten die alle Entscheidungen treffen. Also es ist ja auch schwierig, wenn man jetzt sagt, sind Frauen oder Männer emotionaler? Da müsste man ja erstmal definieren, welches Alter, welchen Zyklusstatus. Ne, das ist ja vermutlich nicht immer exakt gleich. Oder ne, ob du gerade in der Pubertät bist. Ob du ein Kind bist, ob du ein Rentner bist, also das ändert sich ja, ne? Die Hormone, die bleiben ja nicht immer gleich im Laufe des Lebens. Aber ja, okay. Also außer die sind so weit nach den Wechseljahren, dass es schon wieder losgeht mit Demenz und so, ne? Sondern genau dazwischen. So Frauen vielleicht, von wann fangen die Wechseljahre an? So 50, 40, bei allen Frauen anders, ne? Aber 70 ist vielleicht dann schon wieder zu spät. Also vielleicht so dazwischen irgendwie. Vielleicht können wir... Einfach Merkel wieder, oder? Ich glaube, Merkel hat bestimmt so zu ihrer Wahl, war die ungefähr in den Wechseljahren drin und als sie dann gedacht hat, vielleicht geht's bald mit der Demenz los, gesagt, ich lasse mich nicht nochmal wählen. Merkel war wahrscheinlich genau richtig, ne? So mit Geschlecht und Alter und so. So mit, vielleicht so mit Mitte 40 anfangen, Entscheidungen zu treffen, mit 60 wieder aufhören, Entscheidungen zu treffen, vielleicht so, ne? An sich? Naja.
und in die intellektuelle Kreissägerin. Schließlich gibt es einen Grund, dass diese YouTube-Channels funktionieren. Wenig Aufwand, wenig Tiefgang, viele Klicks. Nachdem ich die Reactions beinahe alle angesehen habe, frage ich mich... Beinahe alle! Boah, Alter, was hat der... Er hat denn wie viele... Wie viele Videos hat Leon denn auf dem Kanal? Alter, was? Mal gucken. Leon Lovelock. Ach, schön, hätten wir auch einfach auf den Kanal der Geist und die klicken können, ne? Wie viel hat er denn hier drauf? 1000 Videos? Du hast die alle. Also, die Dinger gehen doch jeweils eine halbe Stunde. Es sind 1000 Stück. Also, weiß nicht, ob das von Anfang an Reactions waren. Das war ja früher vielleicht hier der Sixpack-Tutorials gemacht und so. Weiß nicht, wann der genau angefangen hat mit Reactions, aber der lädt doch jeden Tag hoch. Der Geist und die Aura sind mächtig. Der Geist und die Aura sind mächtig. Ja, ja, richtig. Pyramidentheorie von PA Sports. Geil. Ach, der Dara-Talk ist einfach jetzt schon hier, der ist vor einem Monat hochgeladen und der ist jetzt einfach schon Platz 5. Krass. Was meint ihr, wie Dara das findet, dass sein Video genau zwischen Ken Jebsen und Flair gelandet ist? Ja. Ja. Da kommt der Nazi raus. Beid? Ich mich auch. War ein guter Talk so. Bestimmt. Ja, ja. Bleib stabil, ne? Gute Nacht, gute das Arbeit morgen. Und vergiss nicht, I love you, man. Selbstverständlich, Wakanda forever und so. Ich küsse deine Zähne drüben. Das kommt jetzt so rüber, als hätte ich das wegen der Hautfarbe gesagt. Nein, das sage ich eigentlich. Ja, Digga. So, gut, da kommt der Nazi raus am Ende, Digga. Ich küsse dein Herz. Genau, das wird. Also ich wusste, als das kam, wusste ich nicht, was Wakanda ist. Weil ich gucke sowas nicht. Ist halt so ein Hollywood-Film. Aber hier, Wakanda forever, das ist Black Panther wohl. Ne? Und Dara hat Leon gesehen und dachte, nee, den kenne ich doch, das ist doch der hier. Die sehen alle gleich aus, das Wakanda. Das war schon hart peinlich. Wir haben doch von einem bestimmten Raid geredet letztens. Ja, ihr du Party hart. Was haben wir? Danke, Roach. Von einem bestimmten Raid geredet? Von zu Leon oder was? Leon streamt halt immer so spät, ne? Man könnte nochmal mit dem reden irgendwann, aber. Man könnte ja mit dem mal reden, wenn das vielleicht. Könnte mit dem vielleicht mal reden, wenn es halt nicht Mitternacht ist. Hatte er jedes Mal das gleiche Lame-Thema? Gibt's für sein Gelaber eine Checklist oder Blaupausen mit schwammigen. It-In-Man ist auch geil. Bewusstseinslines für Loser, die als Schlaupause. Aber hier so das Narrativ, das sehe ich bei vielen Leuten gerade. Fühle ich spirituell. Das Social Media höre ich auch häufiger mal. Ey, wie Dara dem erklären wollte, dass irgendwie. Natürlichkeit Nazi ist. Das war ja auch weird. Hosen? Scheint zumindest so. Was Leon aber auch machen könnte und was langfristig gesünder wäre für ihn und für die Gesellschaft, wäre es mit sich Alarm. Selbst... Alarm! Danke sehr, Jay Riddle, für die 700 Leute, die du hier reinschmeißt. Ich begrüße alle Teilnehmer des Boys Clubs, alle Mitglieder. Macht's euch hier gemütlich. Hier ist eins weiter, Boys Club. Falls eure grüne Sonne gerade ausmacht, könnt ihr hier bei eurer lilafarbenen Sonne, wobei ich jetzt ja auch gerade, heute war er lila und ich war grün, ne? Ich habe kurz reingeguckt. Ich verrate euch aber ein Geheimnis. Jay Riddle, die Mutter von dem, ne? Die ist Lehrerin am Gymnasium. Ich weiß, das ist jetzt sehr belastend für manche von euch, aber schon peinlich, ne? Also ich würde lieber hier zugucken. Weil, wollt ihr das wirklich gucken, so Gymnasiallehrerkinder? Ich weiß ja nicht. Ich bin halt auch cooler mit Alpha Kevin als er, ne? Ich bin, also zwischen Alpha Kevin und mir ist alles in Ordnung. Zwischen Jay Riddle und Alpha Kevin, ne? Ich weiß ja nicht. Also, das ist schon gerade, schon ein bisschen gereiztes Verhältnis, sag ich mal so, ne? Was Alpha Kevin mir so privat auf WhatsApp über Jay Riddle erzählt hat. Also, ich weiß nicht, ob die so cool sind, wie er da behauptet. Ich hingegen, ja. Alpha Kevin und ich, Alter, wir sind so. Ne? Alpha Kevin und Jay Riddle, naja, geht so, ne? Es ist der sogenannte Ost-West-Konflikt, ja. Also, Alpha Kevin hat mal zu Jay Riddle gesagt,
ey Bro, bist du eigentlich cool mit mir? Und Jay Riddle hat gesagt, ja voll. Danke sehr, Rollo, für den Giftsub an Jay Riddle, das ist gut aufgehoben. Und ich glaube, Jay Riddle hat gesagt, hey, hast du nicht neulich gesagt, du hasst mich? Und dann hat Alpha Kevin gesagt, no. Und Jay Riddle dachte dann so, das heißt nee, aber das hieß ja. Und ich habe das gecheckt, weil ich interessiere mich für meine Brüder im Osten und ich weiß, wenn die noch sagen, dass die dann ja meinen. Jetzt hast du Red. Jetzt schnapp dir die Jacke. Ich habe die aber nicht hier. Jay Riddle, schick mal einen Link, wo es die Jacken gibt. Ich will auch so eine Jacke, aber der hat zwei grüne und eine lila, ne? Ich würde mir gerne die Farben durchgucken und mir selber eine bestellen. Ich will auch so eine Jacke, dann kann ich den immer parodieren. Also ich habe eine, meine Freundin hat so einen geilen grün-schwarzen langen Mantel. Das sind keine Pailletten, sondern es ist so, sieht eher so aus wie Professor Trelawney von Harry Potter. Und also der ist auch geeignet, um ein Jay Riddle Cosplay zu machen. Gib mal, hast du so eine schwarze Maske oder so für mich? Bestimmt. Cool. Eine Sonnenbrille habe ich vielleicht auch irgendwo. Also ist auch geil, ne? Irgendwo habe ich doch bestimmt eine Sonnenbrille. So eine geile Covid-Maske habe ich doch irgendwo. Dann machen wir jetzt einfach ein Crappy Jay Riddle Cosplay für das Ende dieses Videos hier. Das ist Jay Impel, Imp Riddle. Ah, die Grüns beißen sich so ein bisschen, aber das ist eigentlich auch ganz geil, oder? Also das ist auch geeignet so, um in den Park zu gehen und ich habe wirklich Boxershorts drunter, weil es so warm ist heute. Ich muss ja nur noch ein paar Minuten. Die Redaktion hilft im Hintergrund. Das sieht eher aus wie ein Poncho. José Redelero. Olé. Danke sehr. Sieht eher aus wie ein Poncho. Was? Ich glaube, ich muss enttäuschen. Gibt's keine? Ich hatte irgendwo auf jeden Fall noch eine, aber ja, wenn Covid mal wieder kommt, dann habe ich auch wieder so eine Maske. Ich habe die auch in schwarz gehabt. Ich hatte so schwarze OP-Masken. Als Corona neu war, erst am Anfang durfte man ja Stoffmasken, die konnte man selber zuschneiden auch. Hat meine Mutter dann gemacht, ne, da war dann eh langweilig. Und dann hatte ich so ein, also aus so einem alten Bettbezug so eine, war aus Stoff, die war eigentlich am angenehmsten. Diese scheiß OP-Masken und vor allem diese FFP2, die haben immer so an den Ohren gezogen. War das bei euch auch so? Diese haben wir mal so hinten so mit den Gummibändern so. Das war sehr unangenehm. Danke Senfjoghurt für dein Prime. Und diese schwarzen OP-Masken, die waren mit am gemütlichsten. Hatte ich einige von, aber die sind, glaube ich, alle kaputt gegangen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die Brille und... Ah, doch, hier ist eine. Geil, sogar auf dem Schreibtisch. Sonnenbrille? Keine Ahnung. Ja! So, ich bin's. Mr. Jay Riddle, weiter geht's. Ins Reine zu kommen. Mal die ganze Aktenlage, um Andrew Tate zu lesen. Also von oben bis ich unten. Ich brauche nur noch eine Sonnenbrille. Sich eben von einem Raid ablenken lässt. Ja, ist herrlich, ne? Ich mache noch was für die Zuschauer. Ich meine, jetzt kommen hier Leute von Jay Riddle rein. Manche haben wahrscheinlich auch schon abgeschaltet. Aber die noch nicht abgeschaltet haben, die gucken dann da rein und sagen, eine Nase, ein Mund, das wollen wir doch nicht. Der hat ja gar keine Glitzerjacke an. So, ich tue was für euch. Ja, es ist, jetzt habe ich das Problem, durch die Maske atme ich so die Brille voll. Das beschlägt jetzt alles. Aber wie muss man das? Muss man das so rum? Wie macht man, dass die Brille nicht beschlägt, trotz Maske? Ja, ist egal, dann geht ja eh mehr um den Ton, ne? Oder die Einstein. Oh, da kommen gerade Subs rein. Jetzt muss ich tanzen zu irgendeiner Disco-Musik von früher. Yeah! Typischer Jay Riddle-Stream, oder? Kennt ihr das von Phil Collins? Biografie von Sir Walter Isaacson. Vielleicht mal mein Video schauen und es nicht nur als reinen bösen NPC-Hate zu verbuchen. Das ist Leons Brille, stimmt. Leon hat die auch, ne? Ich habe am Anfang Disclaimer, dass ich Leon nicht mag. Aber ist das eigentlich Crossdressing, was ich hier gerade mache? Das sind alles Klamotten von einer Freundin. Es geht, ne? Kann man machen, glaube ich, solange es nicht die Unterwäsche ist. Ausgiebige Kritik an seinen Denkprozessen wäre auch legitim, wenn ich sein bester Freund wäre. Damit ich auch hier mit der Wissenschaft ende, verlinke ich euch in den Quellen. Ich glaube halt, wenn du Leons bester Freund wärst und du hättest dieses Video gemacht, dann wärst du danach nicht mehr Leons bester Freund, aber ja. Eine Meta-Analyse über Conspiratorial Ideation, in der knapp gesagt gezeigt wird, welche Charakteristika vor allem bei Verschwörungstheoretikern sehr ausgeprägt sind und welche nicht. Sollte er dieser Studie vertrauen,
Und ich schwöre euch, hier wurde extrem... Ja, wird er nicht. ...extrem gesiebt. Kann er ja mal ein paar Merkmale durchgehen. Und A, schauen, ob er sich teilweise selbst wiederfindet. Und B, welche der Eigenschaften er als eher positiv und eher negativ bewerten würde. Ich würde es ihm wünschen, irgendwie Fuß zu fassen. Denn mit diesem Aussehen und so einer Disziplin im Gym keinen erfolgreichen Fitnesskanal 2024 zu betreiben, ist einfach Perlen vor die Säue. So, danke fürs Schauen und wie immer besonderen Dank an meine Patreons. Oder guck mal, da wird doch Leon direkt sagen, ah, 161, ah, da haben wir es, die Antifa GmbH hat den supported. Ich küsse dein Herz, Bruder, aber, ne, schwierig. Kennen wir da einen von? Ist da irgendein Aktienmann? Aha. Aha, schön vom Großkapital sponsern lassen, vom Aktienmann, aha. Wie ist das richtige Wort? Ist Patrons wahrscheinlich. Patreon ist die Plattform. Falls ihr auch Lust auf so ein Avatar habt oder Livestreams oder Bonusvideos. Alter, ich habe richtig Bock auf so ein Avatar. Der hier wäre ich gerne. Das hätte ich gerne als Avatar. Der wäre ich richtig gerne. Oder hier so ein Edeka-Mitarbeiter. Geil. Welcher wäre ich denn am ehesten? Ich glaube hier unten so ein Panda oder Waschbär wäre ich am ehesten. Pedro, 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 Yeah. Danke sehr, da Ho-Man. Also bei dem hier musste man noch extra nochmal Fuck AfD auf den Kragen schreiben, ne? Weil sonst so von der Optik her könnte das auch die andere Seite sein. Videos und von der Zeichnung. Ich arbeite gerade in einem zweiten Bonusvideo endlich. Da geht es um die NSDAP. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr... Oh, oh. Streamer, die... Streamer und YouTuber, die Videos über die AfD machen, das kann ganz schnell NSDAP meine ich, sorry, freudscher Versprecher. Ist Featuring Nachtschmied? Wenn mich monatlich supporten würdet. Und wenn ihr knapp bei Kasse seid, dann könnt ihr auch einfach subscriben oder so und einen Kommentar. Ich muss sagen, Schaftbefehl ist schon ein guter Username, der gefällt mir. Und wir sehen uns bald wieder. Bis würde dann. Der was aussortieren eigentlich? Wenn man dem jetzt subbt und man würde hier irgendwie, man hat irgend so einen beleidigenden Username oder sowas oder irgendwas Inhaltliches, was er gar nicht geil findet oder so, wird er die dann trotzdem da reinmachen und sagen, ja komm, Support ist Support. Wenn einer da irgendwie 444 im Namen hat oder so, kommt er dann da trotzdem rein oder irgendwie tot allen Ungläubigen oder so. Bye, bye. Bye, bye. Geil. Interessantes Video. Wie lange haben wir gebraucht? Och, über 2 Stunden. Ach du meine Güte. Das kann ich ja, glaube ich, jetzt auch ablegen. Oh, endlich. Endlich kann ich hier diese... Wusstet ihr eigentlich, dass Jay Riddle Teil der Maskenindustrie ist? Der will das wieder cool machen. Die Leute haben immer gesagt, das zieht so an den Ohren und ich kann nicht so gut atmen. Das ist so unangenehm. Oh, ich will nicht diese Maske tragen. Und dann hat die Bundesregierung, damit es aber nicht zu offensichtlich ist, sondern so ein bisschen mit Verspätung, gesagt, AJ Riddle, falls du Bock hast, YouTube-Videos zu machen und dich zu maskieren, ne? Kannst du so eine Gesichtsmaske nehmen vielleicht? Also jetzt so eine OP-Maske. Bitte nimm nicht irgendwie so eine, weiß nicht, wie beim VBT damals, eine Iron Man oder Stormtrooper-Maske. Mach das nicht, ne? Sondern mach, ne? Ich wusste gar nicht, dass Jay so gut aussieht. Ja, ich war es die ganze Zeit. Ich habe extra noch so eine zweite Verkleidung, damit man es nicht so merkt. Ich habe auch eben ein voraufgezeichnetes Video laufen lassen, ein Stream von gestern. Und ihr habt vielleicht gewundert, dass ich so wenig auf den Chat eingegangen bin drüben in meinem Jay Riddle Stream. Ja, und habe euch da den Stream von gestern eingespielt, damit ich mich selber raiden kann, um noch mehr davon abzulenken, dass ich es bin. Also eigentlich, jetzt ist es raus. Zum Glück erst am Ende vom Video und vom Stream. Nach 2 Stunden sieht das eh keiner mehr. Wenn doch, dann abonniert mich. Tschüss.